White Russians. Riecht nach Rosen. So. 2013, ne? War ja quasi der letzte Schritt, bevor es richtig abgeht. Also jetzt in dieser Folge richtig abgeht. Das heißt, nochmal schnell Olga, Drogenabsprache, Ketamin holen, was man so macht, Fensterputzer endlich klar machen und seine Vitasale gleich mit. Ist auch gut fürs Kind. Und das heißt, das sollte alles klar gehen. Kletterhaken besorgen, Kletterausrüstung besorgen und mit so einem Schiebekletterhaken, ne? Also wo man sich ganz entspannt abseilen kann, da kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Die Damen sind bestens ausgerüstet. Danach Heimwerker King belabern und wie wir da gelernt haben, und ich glaube, das ist auch die Essenz der letzten Folge, der Zuschauer will nichts Innovatives, der will nichts Neues und das ist auch der Grund, warum wir immer dieselbe gleiche Scheiße machen werden wie bisher. Also könnt ihr euch drauf einstellen, geht weiter wie immer, viel Spaß und bleibt geil. Was war denn gerade? Ach ja, ich erinnere mich an ein Relief. Gar wunderbare Naturells. Er braucht dafür lange und Toilettenpause für euch gibt's nicht, weil er dann sehr schnell und harsch bemerken wird, dass er euch braucht. Das wird ja auch relativ schnell klar, warum, wenn er euch da ausfräst. Jojo ist schwerst begeistert von dem, was er da macht. Weiß nicht, wie lange wird denn sowas dauern? Das dauert schon ganz schön lange. Das dauert ganz schön lange. Ey, der ist auf Koks, der braucht gerade für alles ziemlich lange, weil der so detailverliebt ist, dass Ja. Ja. Ja, Jojo meint da noch ein bisschen und da noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Ja, sie mischt sich gerade ein. Ja, warte, Schnauze! So, nachdem er dann fertig ist, so, also es ist halt noch nicht perfekt für ihn, aber nachdem er so ungefähr fertig ist, die Tränensäcke sind schon da, dreht er sich um. Boah, das ist ein geiler Scheiß. Hab ich doch gesagt. Krass. Krass. Du machst so, sowas nicht. Was hast du da gemacht? Ich habe jetzt nur Jojo verstanden. Was hat Billy gesagt? Nee, lass mal Jojo. Billy ist einfach nur da ein bestaunendes Bild, weil sie ist auch gerade drauf wie Sau und... Jep. Er nimmt jetzt die Monofilamentkettensäge wieder, während er die antwortet, na, weiß keiner will, hast du nicht zugehört, und zersägt sein Kunstwerk. Aber das ist voll geil. Kannst ein Stück mitnehmen. Er schneidet dir das Stück heraus, wo, das, was mein du bestimmt am meisten haben willst. Nein, nicht dieses Stück. Das hättest du ja noch genommen, aber das andere. Das Zünger Konterfei? Lecker. Mit Speichel. Also den hat er noch nicht gemacht, aber der kommt auf jeden Fall. Na, aber ich mir überleg mal, wie geil das ist, wenn du sowas machst und dann einfach mal im Zeitraffer irgendwie einblendest. Ich meine, das ist eine saugute Idee. Du kannst immerhin so noch dein Werkzeug und bla, den ganzen Kram kannst du vorstellen, dann kannst du einfach mal zeigen, was man noch mit dem ganzen Scheiß machen kann, so. Und wenn du irgendwie so eine Aktion mal bringst und man das halt aufnimmt und dann einfach mal im Zeitraffer, dauert das lange und so, aber es ist voll geil. Und dann dauert es höchstens eine Minute oder zwei, also es sind nur 1 oder 2 Minuten, aber sowas kannst du bestimmt mal in eine Folge einbauen, oder? Ja? Das ist der Hammer. Im Zeitraffer? Überleg mal, wie geil das ist. Pass mal auf, ihr beiden Kanonen. Und ich meine, wenn wir das schon geil finden, jetzt das pass mal auf, habe ich gesagt, du sollst die Fresse halten. Sag mal, kriegst du eigentlich mit? Meine Fresse, wie halten das eigentlich deine Eltern mit dir aus? Also, genau, ihr werdet jetzt einfach... Haben sie nicht, deswegen bin ich ja hier. Sag mal, ich glaube, die rafft's einfach nicht, oder? Boah, die muss mal die muss ordentlich verwackelt werden, glaube ich. Ja. Ihr beide macht jetzt Folgendes. Du, zeigt auf Billy. Du bist eine Künstlerin. Du bist so eine Fotokünstlerin. Fotos sind scheiße. Aber das ist egal. Ihr beide werdet es einfach irgendwas nehmen. Wir haben hier übelst viel Scheiße rumliegen. Da drüben ist auch noch, glaube ich, also im Werkzeugding, also im Raum da. Da müsste auch noch ein bisschen Zement oder irgendwas da sein. Wände verputzen, so ein Kack. Müsste alles da sein. Mach mal irgendwas. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Ich will mal sehen, ob das wirklich geil ist, wenn das jemand macht. Oder ob das nur stinkende Scheiße, kacken, langweilig ist. Also holt ihr euch jetzt irgendwas und nehmt irgendwas, das hier ist und macht was. Und ich gucke mir die ganze Scheiße an. Und wenn das richtig geil ist, dann überlege ich mir nochmal, wie bescheuert der Vorschlag von euch war. Und wenn das richtig kacke wird, dann denke ich mir, boah, Alter, ihr habt mir einen Tag gekostet. Jetzt könnt ihr noch die ganze Nacht durcharbeiten. Haben wir uns verstanden? Super. Also los geht's. Ihr setzt sich hin. Jojo holt sich ein Schweißgerät. Was zur Hölle tut sie? Erstmal sich darüber freuen, dass er ein Schweißgerät hat. Außerdem ist sie drauf, was erwartest du? Ja, ich dachte, da steckt noch mehr Plan dahinter, außer jetzt die folgenden Stunden da sitzen. Na, nee, Moment. Was gibt's denn hier in Metall? Es gibt Chlorrohre, es gibt... Die Badewanne hat doch bestimmt noch so eine Duschstange und so einen Scheiß, oder?
extrem viel im Vorratsraum des ganzen Zenit-Dingens gibt es ja auch noch was für ihn und so. Also du hast mannigfaltig Metall. Ich wollte schon sagen, und damit irgendwie so einen Scheiß zusammenzuschweißen, damit kennt sie sich aus. Dafür baut sie oft genug Waffen. Durchaus korrekt, Das heißt, sie aber kann. ja, Das okay, was will heißt, sie denn zusammenschweißen? ein Modell einer mittelalterlichen Kanone. Ein naturgetreues Modell oder ein geil aussehendes Ein Modell? geil aussehendes, etwas abstrahiertes Modell, weil Gut, das ich kann sie wollte mit gerade den sonst Sachen fragen, jetzt wo der nicht machen. künstlerische Wert ist, weil eine Nee, Kanone aus dem Mittelalter ist erstmal todeslangweilig. ein richtig geil aussehendes Modell. Es ist halt nur das Grundmodell davon. So irgendwas, weiß ich nicht, so Steampunk-mäßig oder irgendwas Jo. Fantasy-Scheiß-Gedöns da. Okay, alles klar. Belöse. Bilöse holt sich Farben von Brumlibär. Und da sie ein Artisan ist, nicht wahr? Zwar für Make-up-Design eine Spezialisierung hat, aber Farben nichtsdestotrotz. von Ja, Brumlibär? natürlich. Ach Wieso hat der so, hä? Farben? Der hat mich das letzte Mal gefragt nach Farben. Scheiße. Oh! Wandfarbe, Mensch. Nee, via AR. Ich kreiere aus AR ein perfektes Konterfei von Jojo und ihm quasi am Züngeln. Ha! Oh, Genau. bist du Yes! eklig. Yes! Das macht sie. Ein perfektes Counterfei von Jojo und ihm züngelnd. Quasi das Replik von dem, was er gerade mit der Motorsäge gemacht hat, mache ich immer AR. Haha, eine AR-Leinwand, riesengroß. Jetzt habe ich irgendwie gerade eine große Motivation, ein sehr, sehr ekliges Bild von diesem NPC noch Nein. rauszusuchen. Aber das werde ich jetzt zumindest nicht tun. Gut, ich möchte, dass Jojo würfelt. Und zwar Performance und Waffen. Performance und Waffenbau. Und von Okay. Billy hätte ich gerne. Endlich mal ein Wurf, wo ich was kann. Brauche ich auf Intuition eigentlich, oder? Ja, Intuition und Computer, da sind wir eigentlich zu wenig künstlerisch. Nee, ich habe hier Artisan auf 2. Ah, okay, es ist spezialisiert auf Make-up. Und da ich ein Gesicht. Machst du ein geiles Make-up bei denen drauf? Ist das das vordergründige künstlerische oder? Das kommt dazu, aber ich sag mal so, das Ganze wird wie ein Porträtbild werden, sprich also nur die das Bustier sozusagen. Also eine 3D-animierte Computer-Grafik gegen die Wand Pass geworfen, wie sie auf. miteinander rummachen. Das ist super. Mach bitte mal Intuition und Computer und plus deine halbe Resonanz aufgerundet. Meine halbe Resonanz aufgerundet, also 7, 10. Ja. Fuck die fuck, okay. Ich habe 4 Erfolge. Ich habe 4 Erfolge. Geil, Mann. Und ja, ich muss mich jetzt mal darüber freuen, weil ich sonst nur Scheiße würfel. Sehr cool, aber jetzt ist ja auch der Moment, der gerade ganz viel entscheidet, von daher perfekt. Ist hier mein Okay, letzter ich weiß nicht. Edge-Würfel. Ich glaube, du wirst mir es nicht glauben. Ich habe 6 Erfolge. Ja, Mann. Geht los. Ich habe eine Zeugin neben mir sitzen. Ich habe nicht die Würfel angefasst. Ich will jetzt bitte mal die Wie Zeugin kannst du dann hören. Honey, Nein, will ich nicht. did I just roll and didn't touch the dices anymore? Yes, you just roll. Habt ihr das gehört? Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das gelten lasse. Okay, ihr habt also insgesamt 10 Erfolge. Ich würde sagen, ich mach mal einen Resignationswurf von ihm. Jojo geht gerade voll auf mit dem blöden Schweißgerät. Die hat voll Spaß. Ihr seid so geil, sehr cool. Also ihr habt anders. Es geht ihm ja auch maßgeblich darum, nicht was am Ende rauskommt, denn er erwartet nicht hundertprozentig offenbar, dass ihr was könnt. Er wird dann halt überrascht sein, dass es doch ganz geil ist. Es geht ihm ja maßgeblich darum, dass ihr performt und ihn Zuzugucken. begeistert bei eurer Arbeit. Jojo hat einfach Spaß, denn es hat was mit Waffen zu tun und sie kann mit dicken Geräten irgendwas zusammenklabustern. Billy, Resonanz, Make-up, lustige Idee hat, denke ich, auch viel Spaß bei der Arbeit. Ja, Und extrem. vor allen Dingen, wenn man was Cooles macht und ihr habt 4 und 6 Erfolge, freut man sich ja gleich noch viel mehr. Das heißt, ihr strahlt einfach, ne? Also, das ist überwältigend, offenbar. Und zusätzlich ist er noch auf Koks. Naja. Als ihr fertig seid, bleibt er noch kurz sitzen. Dann steht er auf, abrupt, bewegt sich sehr zackig auf Billy zu, gibt ihr einen dicken Schmatzer auf den Mund und klatscht Jojo auf den Popo. Das heißt, er muss sich runterbeugen. Dann dreht er sich um und sagt: So, alles klar? Richtig geile Scheiße. Richtig geil.
Sag ich doch, die Leute wollen sowas sehen, verdammt. Na? Ach, mach Spaß, ich bin noch nicht fertig. Hier, guck mal da, die Schrauben. Halt mal die Fresse, das wollen die nicht sehen, aber das ist mir egal jetzt. Alter, das mach ich. Ne? Fiegt durch. Und Zeidra verschwachsinn, das ist übelst geil, dazu zu gucken. Also, ich finde das geil. Vielleicht finden es ein paar geil und auf die baue ich und der Rest ist mir scheißegal. Ey, du hast recht. Kann nicht mein Leben sein. Kann einfach nicht mein Leben sein, dass ich aufstehe, fette Line ziehe und nur den ganzen Tag Kacke mache, mich mit diesen Spasten irgendwie rumfucken muss. Und die dämliche Bitch, die da im Büro sitzt und einfach irgendwie, weiß ich nicht, die braucht einfach mal einen Buttplug, damit es wieder sitzt bei der. Und ich mach das einfach. Also, wie lange seid ihr noch da? Also ich meine nicht heute. Wie lange wollt ihr irgendwie euch verknechten? Naja. Keine Ahnung. Weiß nicht, Schwert vielleicht sagen. Noch eine Woche oder so. Gucken. Eine Woche, da wirst du ja gar nicht bezahlt, wenn du nur 2 Wochen hier bist. Naja, so lange wie es halt geht, so kurz wie möglich, so lange wie nötig und so kurz also wie möglich. Also ein Monat reicht mir, geil. Ihr beide seid ab jetzt meine Sklaven. Hä? Gut. Sklavinnen bitte, ne? Aber ne, diese scheiß Feministenkacke mit überall innen dran hängen, was ist denn das? Liebe Gläubige, liebe Gläubiginnen, so ein Kack, Alter, ihr seid's klar, wenn. Ja, Meister. Alter, wir machen's morgen. Oh ja. Ey, mir ist morgen Fahrt. Ja, morgen ist frei, oder? Morgen ist frei. Ja klar, da ist doch keine Sau da. Was sagen. Das machst du in deiner Freizeit quasi. Wir gehen einfach morgen rein. Ah, ist richtig geil. Dann melde ich das an, unten bei dem Typen. Das passt schon. Gib ich dir noch ein bisschen was. Dann gehen wir hier rein. Dann machen wir richtig geil. Oh ja. Einfach nur von früh um 14 Uhr. Also richtig früh. Ich mag seine Zeitrechnung. Ja. Also er war schon deutlich eher da immer als 14 Uhr, aber ne? Also früh um 14 Uhr. Und dann machen wir einfach bis nächsten Tag. So um 3 und dann lade ich das einfach hoch. Und dann können die mich alle mal so fett am Arsch lecken, Alter. Was ist geil. High five! Ja, und ihr seid, also ich irgendwie kommt halt nicht vor die Kamera und dann kriegt er, dürft ihr vielleicht noch so arbeiten. Das ist schon okay. Geil. Ja, Bam! Pass mal auf. Ha? Bitches. Erstens, schön die Fresse halten, das ist ja klar. Klar. So, zweitens. Die werden hier vermutlich morgen trotzdem im Studio 10 irgendwie rumhampeln, ne? Hat bis zum Studio 10. Also, weiß ja keiner, stimmt. Naja, die werden also morgen im Studio 10 rumhampeln. Und das heißt, ihr kommt mit mir früh 14 Uhr. Alter, 13.50 Uhr. Punkt 50. Steht ihr hier? Okay. Steht ihr einfach hier und dann geht's los. Am Eingang unten meinst du, oder? Ja, genau. Und dann gehen wir einfach rein und ihr haltet euch einfach an das, was ich euch sage. Und dann wurde einfach durchgepimmelt. Richtig krass. Alles klar. Zeug ist ja hier. Und kann hat jemand von euch so minimal Ahnung von Kameraführung, einstellungsmäßig und so ein Scheiß? Na, ich hab ja fotografiert für lange. Ja, stimmt. Geil. Gut, du Kamera, du holst mir einfach jeden Scheiß, den ich brauche. Alles klar, dann gucken wir mal. Das können wir auch mal ein paar Pausen zwischendurch machen, um sich mal ordentlich was reinzuladen. Und, wisst ihr was? Hä? Da ihr ein bisschen, habt einfach mir den letzten Schubs gegeben. Und deswegen, vielleicht, wenn ich in Stimmung bin und das brauche, dann dürft ihr beide mir, dem King, Alter, dürft ihr vielleicht einen runterholen. Jetzt kommt was Ekliges. Dürft ihr vielleicht ein paar Ideen geben, ja? Was so richtig geil ist, wie es noch besser gehen könnte. Und wenn das alles gut klappt, dann könnte man einen runterholen. Klar, Spaß. Obwohl, guck zu Billy. Ja, guck mal einfach mal, wie es anläuft. Genau. Scheiße. Ich merke schon, du hast eine leichte homosexuelle Neigung towards me. Nö, das du sagst okay. Einfach immer, wie Billy arschwackelnd durch alles geht und übelst geilon ist und sagst mir, dass alle Männer das übelst toll finden. Also liefere ich dir genau das. Das liegt in der Familie. Machina macht das genauso. Natürlich. Und wenn du mir sagst, Männer stehen da drauf, ich kenne mich ja nicht so mit Männern aus, dann höre ich auf dich. Machina kocht gerade ganz harmlos zu Hause für die Mädels, wenn sie Feierabend haben. Na, pass mal auf, nicht, dass die Ansage ist, wir haben den ganzen Tag gearbeitet, du musst den Typen einen runterholen, ne? Halt mal mit der Mund hierher, bitte. Nee. Wir schicken Machina einfach auf den Strich. Hatten wir die Idee nicht schon mal? Ja, die hatten wir mal im Intro. Die kommt immer wieder zurück zu der Idee, glaube ich. Ist die nicht schon verworfen worden, mehrfach? Nein. Okay, weiter geht's. Ist eigentlich Text. Nicht verworfen worden, egal.
Ja, wie im Text. Die nächste Ansage von ihm ist, dass ihr aufräumen sollt und die Scheiße noch weiter abkratzen sollt und das alles auseinandernehmen sollt, damit so aussieht, als hätte er gearbeitet. Und dann geht er einfach und sagt dann halt bis morgen. Wie immer bei den White Russians, die Frauen räumen auf. Und die Natürlich. andere Frau kocht. Ja, richtig. Feminismus! Richtig. War gestern. Sexismus ist in Shadowrun. Ich find's gut. Jojo guckt Hast du Billy gerade an. echt gesagt, ich find's gut? Ja. Ja, hat sie. Und das haben wir nicht mal faken müssen, Alter. Oh, du darfst nicht mehr wählen gehen, alles klar. Warum? Ich find's gut, wenn ich andere Frauen in die Küche stellen kann, um für mich zu kochen. Ich finde das Boah. wunderbar. Schön. Es müssen nicht zwingend Männer sein, nur weil ich eine Frau bin. Ich finde es auch gut, wenn andere Frauen das tun. Für mich. Hauptsache, ich muss nichts tun. Okay, ich glaube, ich habe das Prinzip verstanden. Gut. Ihr räumet auf. Auf, genau. Auf. Ihr seid damit, Aufgrund wird. es dauert schon eine ganze Weile, aber ihr seid halt schon viel früher fertig als sonst, nämlich 17 Uhr. Und der Typ, der den ganzen Tag in eurem digitalen Pseudo-Terminkalender geschrieben hat, dass ihr euch braucht, ist weg. Das heißt, im Wesentlichen könnt ihr zum Empfangstypen gehen, euren Scheiß abgeben und seid raus aus der Nummer. 17 Uhr. Im Unwesentlichen könnte es sein, dass wir ein Riesenproblem kriegen, wenn wir das tun. Richtig. Ich wollte euch damit jetzt eigentlich auch ziemlich ficken. Warum klappt denn das nicht? Okay, was macht Weil ihr? 17 Uhr seid ihr fertig. wir gucken uns um, was Sache ist. Also Billy guckt sich um, was Sache ist, ob sie irgendwo aushelfen kann. Also du solltest auf jeden Fall erstmal irgendwie dir Klamotten wechseln. Ich zieh mir einen Plan an. Jetzt. Nach der Arbeit, ja, kein Problem, gibt's. Ich habe gehört, blau mein bei Frauen soll sexy sein. Sie lässt die Brüstchen auch rausspieken aus dem Reißverschluss an der Front. Alter. Hast du auch ein bisschen Eis dabei? Ja, ich wollte gerade sagen, Eiswürfel. Gott. So gut. Ah, ich find's auch gut, dass du diesmal nicht, also dass wir das diesmal nicht zusammen durchziehen mussten. Ich hab ein bisschen Angst gehabt, als wir das vorhin gesagt, Flomi das vorhin gesagt hat, ne? Ja, ich wollte eigentlich nur, dass ihr das wirklich zusammen durchzieht, weil es so unglaublich widerlich und witzig war. Das schön Ja. gelitten. Genau. Das geht nur in der Tischrunden-Session geht es nur, wenn ich meine Hand auf sein Knie legen kann, ihm tief in die Augen schauen muss. Und dann mit meiner Barry White-Stimme sage ich, hey, you. Drop your pants. Und dann würde ich sagen, hey, you. Und dann Nein. fallen die Klabusterbeeren runter. Du. Ich dachte jetzt eher, du würdest sowas sagen wie. Das macht Flomi daneben oder Lexi, ist mir egal. Unabhängig Oder davon. beide. Können wir bitte mal zum Punkt kommen? Ihr lenkt Okay, mich ja. immer ab, ja? Ja, also 17 Uhr, ihr guckt, was Sache ist. Du hast dich umgezogen. Ja, ist nix Sache. Solange niemand weiß, dass ihr frei seid, kann euch niemand, ne? Na, ich werde mich im Make-up-Gedöns rumdrücken, halt, wo Maske gemacht wird. Ob ich irgendwas machen kann. Okay, dann wird auch, sobald du dich halt bei deiner vertrauten Bitch da meldest, also wird quasi diese Reservierung eurer Person für den ganzen Tag aufgehoben und ihr werdet dann normal in Anspruch genommen, wie halt sonst. Angenommen. Rangenommen, ihr seid trotzdem schon, ne? Scheißwürfel. Jojo hat unglaubliches Glück. Jojo wird trotzdem 17:30 Uhr gehen gelassen. Weil. Da, das ist praktisch, weil sie noch den ganzen Scheiß polen muss. Weil Personal Evil kommt, Humor. der das Technologie überprüft im Sinne von Sicherheit, sowas wie der TÜV halt, ne? Ja. Und da kannst du halt gerade nicht rumurbern, die haben genug Stress und deswegen wirst du halt 17:30 Uhr weggeschickt, Billy muss bis 20. Okay. Ja. Gut, das heißt, Jojo geht Drogen holen. Wird Normaler dann. Move nach dem Feierabend. Ja, Ja, macht man doch. hängt dann da vermutlich noch ein bisschen rum. Und zischt dann ab nach Hause, weil sie ihren ganzen Scheiß noch zusammenbasteln muss. Jegor Und. hat eine Wette verloren, weil er versucht hat, in sein Motorrad Schnaps zu füllen. Er hat den Motor so umgebaut, dass er glaubte, es würde funktionieren. Das So war gut. nicht der Fall. Gibt sowas Der mit Industrie Gangboss nicht wiederum eigentlich? fand das etwas ungünstig und es gab auch durchaus nicht nur einen auf dem Hinterkopf, wie es Standard ist, sondern es gab auch schon ordentlich eins in die Fresse dafür und 2 Wochen Tickerstrafdienst. Er hat nicht vor, das noch einmal zu tun.
Reicht dir das? Lesson learned. Das ist wundervoll. Das ist wundervoll. Das heißt, er wird es die nächsten 2 Wochen begrüßt, wenn sie ihn sieht mit na, Schnäpschen gefällig. Alter, ne? Ich glaube, aber wenn Billy das jetzt gemacht hätte. Nee, genau. Nach 2 Tagen wird ihm das, glaube ich, auch zu viel. Da solltest du ganz vorsichtig sein. Alles klar. Ja, wenn sie das merkt, dass es dann nicht mehr geht, lässt sie's. Ich meine, dich kennt er sehr gut und lange und du bist auch keine Elfe, die sowieso für die Falcons eher schwierig sind, aber auch trotzdem, weißt du... Ja, ich weiß. Don't push your luck, Glückskind. Nein, wenn sie merkt, dass es gar nicht mehr geht, lässt sie sein, aber irgendwie so ein paar Mal kann sich das doch nicht verkneifen. Ach so, du gehst übrigens davon aus, dass der Run nicht schief geht und du die nächsten 2 Wochen überhaupt was machen kannst? Na, dann egal. Ja, im Moment noch, aber ich weiß, dass ich später vermutlich von dir eines Besseren belehrt werde oder meine Würfel mir wieder den Dienst versagen. Gut, du holst Draugen. Draugen, genau. Ich hole Draugen. Bin dann auch irgendwann abends wieder da und packe dann meinen Rucksack. Stopp, das ist gut. Lexi hatte den ganzen Tag frei. Sie hat was geschrieben und ich hab's vielleicht nicht wirklich gelesen. Du hast die Drogen von Olga geholt, das ist überhaupt kein Problem. Du hast auch das Novacoke von Billy mit dem Ketamin schon verarbeitet in ein Extratütchen. Auch das ist natürlich sehr gut. Und du musstest ja noch den Rucksack vorbeibringen in der Spätschicht, ne? Ja, und vor allem habe ich vorher noch eingekauft, was mir die Mädels geschrieben haben, was noch in diesem Rucksack drin sein soll, neben all den anderen schönen Dingen, also... Genau, da muss ich jetzt nochmal fragen. Also die beiden Pistolen sollten rein mit 2 Ladestreifen Gel jeweils? Jupp, also für, ja. Also Jojo hat jetzt erstmal einen Ladestreifen Gel und einen Ladestreifen richtige Muni. Und welches drin? Drin ist die Gelmunition. Gut, dann die Kletterausrüstung, die ist ja auch gar nicht so klein. Die Wanze, Werkzeuge und was noch? Panzertape. Jeder braucht immer und immer wieder Panzertape. Agreed. Dann aber auch die kleine Handtaschendose WD-40, bitte. Bitte was? Naja, du wächst die Welt mit WD-40 und Duct Tape. Okay, dann vergesst aber auch nicht den Kabelbinder. Nee, Kabelbinder. Nee. Und Handschuhe. Handschuhe. Lade, genau. Mitdenkt. Handschuhe, ja, Dietrich, falls man. Gibt's da überhaupt normale Schlösser oder haben die nur. Bei den Daten, die du hast, ist es oben ein normales Schloss. Gut, Dietrich. Und Erna. Gefragt hat. Und Erna, hahaha. Also Dietrich. Genau, Dietrich. Dietrich. Warte. Ist so ein bisschen. Ja, sie hat jetzt keinen Sprühkleber, aber irgendwie so ein bisschen Sekundenkleber oder sowas. Kostet 75 Nuyen Sprühkleber. Nee, eben, finde ich ziemlich teuer. Also aber bei mir ist der Sprühkleber für 75 Nuyen eine halbe Liter Flasche und du brauchst davon nicht viel. Okay. Denn also Sprühen verteilt ja immer sehr wenig, ne? Ja. Aber sowas mal, das sind einfach 20 Dosen halt drin. Wenn du die kaufen willst, ist es mir egal, aber... Ja, irgendwie sowas halt. Oder ein bisschen Sekundenkleber oder so. Das ist halt aber immer praktisch, sowas mal zu haben. Ach so, du willst nichts, womit du quasi deinen Kletterdings noch besser befestigen kannst, weil du ein Schisser bist, sondern du willst für irgendwas anderes. Okay, ja, Sekundenkleber halt irgendwie. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, dass man sowas brauchen kann. Ja, um Leuten die Augen wieder zuzukleben oder so. Schon okay. Zum Beispiel. Oder kann den auf jeden Po Fall zuzukleben. Schaden, nicht viel Platz weg. Oder die Vorhaut zuzukleben, oder... Jetzt wird's barbarisch, hör auf! Ich weiß! Was machst du, wenn er keine Vorhaut mehr hat? Didim. Zur Ergänzung... Dann klebe ich ihm den Arsch zu. Oder zur Ergänzung, was Sinnvolles vielleicht noch? Rechte Außentasche des Rucksacks, Cradstick mit dann nochmal 100 Nuyen drauf. Mist, ich dachte, das vergesst ihr so... Fuck, okay. Sehr gut, Machina. Nein, und es ist auch so, dass Mahina ja extra darauf geachtet hat beim Kauf des Rucksacks, dass der auch eine Außentasche hat rechts und gerne auch mit so einer verdeckten Reißverschlussleiste, sodass man nicht auf Anhieb sofort instant sieht, oh, guck mal, Cradstick nehme ich. Ja. Gut. Jojo braucht ein bisschen Kram, ein bisschen Speed, glaube ich. Einfach damit sie irgendwie, weil das alles einfach... Hast du das nicht noch? Du hast da noch irgendwas. Ja, sie hat noch. Und Billy hat auch noch. Ich sag nur, dass sie ein bisschen was mitnehmen muss. Okay.
Aber das kommt nicht in den Rucksack. Wir nee, sind das doch kommt beim nicht in den Rucksack, Rucksack. Sonst schließen wir Stimmt, den wir sind jetzt noch ab. im Rucksack. Das ja, ist Muschidrogen. fällt dir noch irgendwas ein? Mir fällt gerade nichts ein. Also wir haben das Wichtigste eigentlich. Handschuhe und den ganzen Kladradatsch haben wir ja. Ja, also die Lederhandschuhe brauchen wir zum Klettern definitiv. Die müssen in den Rucksack. Das sind Kletterhandschuhe, werden doch dabei sein beim Kletterset. Kletterhandschuhe, aber nicht. Keine ja, so, ich Ultra, mein, so ich Latex, weiß schon, keine, keine ich mein, Gecko-Tape, so, aber halt gute Kletterhandschuhe, damit du dich gut am Seil festhalten kannst. Du hast ja, sogar Kletterschuhe dabei. Was noch reinkommt, sind so Latex-Handschuhe halt, ne? Ja, das haben sie schon gesagt. Das habe ich gesagt, so. Ja. Ja, ja. By the way, ich habe Sprühkleber in meinem Inventory stehen. Ach, gut. Also dann schreib dir mal daneben 20 Dosen, bitte. Nee, wird keine. Okay, von mir aus. Na, damit ich das nicht vergesse, was ich heute gesagt habe. Ansonsten packt Billy ihre Earbuds, also sprich die Audioverbesserung ein. Die AR-Kontaktlinsen hat sie eh immer drin. Data-Chips sind so dabei. Mein Federhaargummi nehme ich mit als ein Good Luck Charm. Mein Federhaargummi, was ich von Sanja gekauft habe, als Good Luck Charm. Sehr sicher. Das hast du Edge ausgegeben heute? Nein. Schade. Wieso? Ich habe noch zwei. Sonst hättest du eins zwei. Wiederbekommen dafür, dass du an den noch gedacht hast. Okay. Aber ich habe noch einen offen, weil ich habe drei und momentan nur zwei. Ach so, naja, dann hast du haben jetzt wir doch drei. Letzte Woche schon zurückgekriegt. Nee, letzte Woche haben wir nur einen zurückgekriegt. Ach so. Ja. Yes, ach so, gut, dann war ich letzte Woche schon voll. Ach so. Gut, also Kabelbinder haben wir gesagt, Duct Tape haben wir gesagt, Sprühkleber haben wir dabei, Latexhandschuhe habe ich einen 100er Pack, aber da packen wir drei Paar oder vier Paar Latexhandschuhsätze in den Rucksack, die nehmen ja keinen Platz weg. Und meine Autofahrerhandschuhe habe ich heute mal dabei, elegant, wie ich mich immer kleide. Brille kommt mit rein. So Brille und Earbuds könnt ihr auch so mitnehmen, ne? Ja, 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 die, kommt, ja, die wird sich so auf den Kopf gesetzt oder wie auch immer, ne? Ja, also. Earbuds hat man drin. Earbuds hat man drin. Ja. Und die ja, ich meine halt nur, die müsst ihr nicht auch in den Rucksack tun, weil wir jetzt noch beim Rucksack sind. Sonst schließt sich diesen Rucksack jetzt damit ab. Oh, RFID-Löscher rein. Ich weiß nicht genau, wofür ich ihn brauche, aber es kann sein, dass ich ihn brauche. Deswegen nehme ich ihn mit. So. Und Mina wird da auch noch was reinschmuggeln, wovon die anderen nichts wissen, nämlich einen Stein, der dafür sorgen soll, dass alles gut wird und dass die Energien stimmen und sie getarnt bleiben und alles passt. Ich möchte mir das gerade kurz vorstellen. Also ich weiß ja, dass es hier große magische Energien freisetzt, Talisman, blablablub. Und jetzt nimmt dieser Typ diesen Rucksack mit und denkt sich, boah, was haben die denn da alles drin? Und füllt erstmal so einen fetten Stein. Das, wenn wir nachher vom Dach fallen, mir noch schwerer fallen, weil der Stein da drin ist. Nee, das ist für den Wachmann, der unten am Dach entlangläuft, weißt du, schmeißt ihm einfach mal diesen Stein auf den Kopf und dann ja, der hat hast du eine Riesensauerei veranstaltet. Okay. Ja, ja, macht euch ruhig über sie lustig, aber das macht nichts, deswegen sagt sie euch davon ja auch nichts, sondern macht es so. Okay, muss ich mir aufschreiben, Stein. Vielleicht hilft uns dieser Stein ja mal aus der Patsche. Es ist ein Talisman, du hast überhaupt keine Ahnung von Magie. Das stimmt leider. Genau. Okay. Schön. Gut. Haben wir das abgeschlossen. Nee, Moment, Jojo braucht noch, wir kommen ja an Werkzeug dran. Haha, wir kommen ja wieder an Werkzeug, das ist ja voll gut. Moment. Ah, doch, du bist ein Glückskind. Die Werkzeugkammer liegt am weitesten weg von Studio 10. Die ist nicht mal auf der Etage von Studio 10. Das heißt, du kommst tatsächlich übelst einfach ran. Sie ist so klug. K-L-U-K. Gut. Nee, sie hat so viel Glück. K-L-U-K. Ich vergesse auch diesen Vorteil immer, aber das ist egal. Deswegen habe ich es dir irgendwann vorhin nochmal geschrieben. Ja. Bist du ein Klüken dann? Ein bisschen. Gut. Bam, wir können loslegen. Leute, wir ziehen das durch heute. Marina, kannst du es noch irgendwie verzaubern? Ich werde auf jeden Fall die Mondin um Schutz für euch bitten, aber so sonst erstmal leider nichts, was ihr so mitnehmen könntet. Bist du vorbereitet für unten rein, damit du Mayhem veranstalten kannst da? Ich werde versuchen, möglichst unauffällig zu sein und einfach zwischenzeitlich immer mal wieder irgendwelchen Leuten irgendwelche Dinge unterschieben, dass sie dann anfangen, Alarm zu schlagen. Ich wollte dir noch was mitgeben. Entschuldigung. Jojo läuft aus ihrer, also von ihrer Wohnung, geht da in so eine Nebentür rein und kommt mit drei kleinen Magazinen wieder raus. Marina guckt irritiert. Magazine? Nicht Magazine, aber Ladestreifen. Kleine Ladestreifen halt. Mit Muni. Lea. Mit Muni? Da sind bei dem einen ist ein bisschen Muni. Ach so, also quasi nicht voll, aber halt immer ein bisschen was. Ja, ja. Gut. So, die sind für dich, meine Liebe. Denn wenn wir über Comlink gegebenenfalls miteinander verbunden sind und wir ein bisschen was brauchen, was du da, ne? Was, dass du da ein bisschen jemanden mal... Also heb dir bitte am besten das
für zum Schluss auf, wenn wir dann raus müssen und vielleicht vorne raus müssen, sodass der halt abgelenkt ist, während wir abzischen, weißt du? Aber wenn du dann jemandem so einen Ladestreifen unterschiebst, ist das, glaube ich, voll gut. Mahina nickt, wir sollten auf jeden Fall Kontakt haben, damit ich weiß, wann ich da für euch den Einsatz bringe. Mhm. Gebt mir mal Marks auf euren Drinks. Hä? Die Mahina, wir nachher gibt zum dir Run das einsetzen Prom-Link. Werden. Ihr habt okay. beide genug Ahnung, um Folgendes zu wissen. Gebt ihr ihm einen Mark, hat er Zugriff auf euer Comlink und kann alles machen, was er will, aber kann es auch schützen vor allem, was er will. Also sie. Jojo, ja, wie gesagt, gebt ihr trotzdem einen Mark. Ja, und Mahina drückt ihr das Comlink in die Hand, weil sie keine Ahnung hat, was Billy von ihr will. Ich zeig dir das, Mahina. Guck, du setzt hier das Zeichen von meinem kleinen Fuchs hier drauf und dann kann ich immer uns verbinden, wenn immer wann wir uns brauchen. Klingt super. Gut. Dann würde ich noch eine Sache dein fragen. Dein Sprite mehrt aber nicht auf meinem Comlink rum. Auto? Wie bitte was? Ich sagte, dein Sprite mehrt aber nicht auf meinem Comlink rum. Nein. Der wird, ihr werdet geschützt. Das ist wichtig, das ist gut. Du kannst einen Sprite auf einmal haben. Wenn du mehrere haben willst, musst du die registrieren und das dauert jeweils eine Stunde. Und ist halt nein, ein bisschen anstrengender. Gut. Ich sag's nur nochmal, nicht, dass ich dann wieder der Böse bin. Ja, weil ich... Ein Sprite reicht erstmal, glaube ich, um Chaos anzurichten. Ich sag das ja nur. Die holen gerne mal viele Freunde. Ich habe damit Erfahrung gemacht. Schreckliche Erfahrung. Psst. So, gut. Auto wollte du es gerade, Entschuldigung. Welches Auto wir nehmen, ha? Ich glaube, meins ist unauffälliger. Wir können auch deins nehmen, mir ist es egal. Kann man deins via Autopilot steuern? Ich dein Auto via Autopilot steuern? Also eine Rigger-Kontrolle habe ich nicht drin, aber ja, klar geht nein. das. Gehen tut's. Was ich noch dich sagen wollte bezüglich den Autos ist, dass ich nur sicherstellen will, dass wenn wir das Auto an einer Stelle geparkt haben, wir nachher nicht auf einmal dann sagen, ja, weil wir brauchen eine andere Stelle und dann keiner das Ding rüberbringen kann. Deswegen fragte ich dich, Jojo, ob wir... Ja, kannst du. Das okay. Ding hat Autopiloten und bla, das hat alles. Das ist okay. Okay, gut. Dann haben wir das auch. Ah, voll ausgerüstetes, modernes Auto. Also, dann sind wir ready, oder Mädels? Ja. Dann einmal noch schlafen, dann kommt das Christkind. Yeah. Jojo ist ein bisschen aufgeregt. Billy auch. Zieht sich extra eine Windel an heute Nacht, damit sie nicht das Bett nässt. Mahina ist auch nervös. Möcht sein, ihr Pseudo-Freizeitkriminellen hier. Gut. Ihr aber. Herrlich. Der eine ihr schlaft ist brillant, schlecht. Der andere ja. Geist ist krank. Vor allen Dingen, Billy schläft schlecht. Aus Prinzip, nein. Und kriegt schlaft keine alle schlecht. Jojo, bei dir macht sich die Erschöpfung der letzten Tage doch auch bemerkbar. Billy, die fände ich immer scheiße. Billy, bei dir auch, aber nicht so sehr. Ihr macht mal bitte beide einen Wurf auf Konstitution und Willenskraft. 3 und 4, 7. Ein Erfolg. 2 Sechsen. Gut. Okay, ihr seid beide halt schon fertig, aber es ist nicht so schlimm. Es ist sicherlich nicht schön und ihr habt ja auch noch, ihr wisst nicht genau, wie sich das jetzt gestaltet an dem Tag, was ihr da zu tun habt, aber es geht halt noch. Es ist bloß wirklich so, dass zum Beispiel jetzt 20 Stockwerke wollte man nicht hochlaufen. Sag ich doch. Gut. Brummli, Brummli, Brummli-Bär. Ihr fahrt dahin. Nein. Genau. Ihr kommt da an, da unten wartet dann auch schon euer Freund, der aussieht, als hätte er die letzte Nacht nicht geschlafen. Und trotzdem sehr energetisch ist noch. Jojo denkt sich, Arschloch. Du ja, weißt, wie ich das meine, ne? Ist klar. Ja. Gut. Er blickt sich auch so rot geräderten Augen, völlig zerstört, aber dennoch unheimlich wach an. So, jetzt hier, los, rein. Geht direkt zu dem Aztec-Typen, der das erste Mal seit eurer gesamten Zeit hier dort seid, euch mit einem Blick des Wohlwollens kurz ergötzt. Und auch den Heimwerker-King mit nicht nur Handschlag, sondern auch diese männliche Form der Umarmung mit Handschlag und dann so Schulter ranziehen und ganz cool sein begrüßt. Dann wechselt dabei eine kleine Menge Geldes, tatsächlich Aztec-Skript, dem Besitzer und dann kommt ihr rein.
Fahrt mit dem Fahrstuhl nach oben. Das Ding hat ja auch, wie gesagt, offen. Oben schließt der Heimwerker King auf, legt den Finger an die Lippen und schleiche tatsächlich zum Studio 1 und bedeutet euch, ihm nachzukommen. Wir folgen ihm. Wir tun es ihm gleich. Sie. Arschkind. Was denn, Nelke? Ja, es ist schon schön. Gut, so, jetzt hier. Ihr bleibt hier. Toilettenpausen, schwierig. Also denkt dran, Studio 10, es wird auf jeden Fall aufgenommen. Ich habe es gerade schon, glaube ich, gehört. Ich hole jetzt das ganze Zeug, was wir brauchen, und ihr pflanzt euch eure Ärsche dahin. Was nehmen die da eigentlich auf? guck nicht nach. Wenn du lange genug arbeitest, kriegst du es auch mit. Er holt dein Werkzeug, kommt zurück und beginnt zu arbeiten. Das heißt, ihr habt tatsächlich die Funktion, Billy muss halt Kamera bedienen. Das ist nicht so schwer, weil er da Zugriff drauf hat und du das alles über die AR machen kannst. Also die Kameras sind ja tatsächlich mehrere. Und Jojo muss ihm halt hauptsächlich zur Hand gehen und irgendwelche Werkzeuge in eine Ecke bringen, die gerade nicht von der Kamera abgedeckt wird, blablabla. Und er beginnt dann verschiedene Projekte, von denen er keins zu Ende führt. Maßgeblich deswegen, weil er übermüdet und auf Koks ist und detailversessen. Das heißt, er ist nicht zufrieden, geht dann hin und her und macht immer alles auf einmal und irgendwas. Eins hat tatsächlich mit der Beleuchtungssituation zu tun, wo er einfach mit einem, wie nennt man das gleich, mit einem Hammer und einem Meißel aus einer normalen Tür Stücke herausbricht, die er dann auch künstlerisch gestaltet und dann vor Lampen hängt, sodass sie lustige Abbilder auf den Boden werfen, die irgendwie, also man will das nicht selbst im Zimmer haben, denn es macht schon einen recht deprimierenden Eindruck. Und ansonsten auch noch ganz viel anderen Kram, den ich ja auch gar nicht alles sagen kann. Er macht alles mit großen Werkzeugen, kleine Sachen, die echt richtig schön aussehen. Genau. Du klingst nicht überzeugt. Wieso? Weiß ich nicht. Also ist richtig geil, sagst du. Richtig fett. Davon würde ich mir 10.000 Sachen kaufen für mindestens das Stück 50 Euro. Das ist es mir wert. Siehst du, das wollte ich hören. Das ist Begeisterung. So geil. Das ist Engagement. So geil, das ist das, was wir wollen. Dass Jojo ein paar mitnehmen würde. Die Versuchung ist groß. Mach mal Willenskraft. Reicht dir das an Begeisterung? Ja, das ist gut. Okay. Ist schon tatsächlich sehr geil. Billy, also Lyse, mach mal bitte nochmal elektronische Kriegsführung und Logic. Plus eins. Electronic Warfare sind 3 plus Watt Logik. Mhm. Oh, jetzt fängt's an mit den wichtigen Würfen, Alter. Nö, der ist noch nicht so wichtig. Oh, 6, 6, 6. Ich liebe die Würfel, Alter, ohne Scheiß. Ich fasse die wirklich schon an, ich mach keinen Scheiß. 6, 6, 6, 2, 2, 1, 3. Mhm. Number of the Beast, Baby. 3 Erfolge ist schon ziemlich... Okay. Du bekommst Wipes aus Studio 10. Da jetzt dort aufgenommen wird und das durch die Matrix geht, yes, kannst du das sehen. Die Verschlüsselung ist ein Witz. Die ist hiermit in meinem Popo. Also die ist auch schnell gemacht. Genau. Und es werden tatsächlich Sims aufgenommen. Nennen wir es Sims. Mm. Nein, nennen wir es doch vielleicht BTLs, denn es gibt dort keine Grenze für irgendwas an Signalspitzen. Das ist also schon die harte Nummer. Zusätzlich werden diese BTLs offenbar noch mit einem kurzen Zeitdelay nachbearbeitet, dass die emotionale Verdingung da noch höher ist als eigentlich schon. Und der Inhalt... Naja... Porno. Du hast gerade einen Ping von 2340. Ja, es ist ein Porno, und zwar... ist das der, und jetzt halt dich fest, Brummlibär. Der gute alte Brummlibär, der Typ, der die Kindersendung macht, ne? Der Nette, mit dem du dich gut verstanden hast, der sowas väterlich kumpelhaftes hat, richtig schmacke Typ, in einem Bondage-Kostüm, der eine junge Frau dort rannimmt auf eine Art, die nicht schön ist. Es ist nicht wirklich... offenbar, inwiefern das gewollt ist oder nicht, müsste man dem Ganzen einen Namen geben, dann würde es wohl heißen Cunt Grinder Returns. Also die richtig harte Nummer. Ja. Das ist also, und das, ich möchte auf Folgendes hinweisen. Ach, ist das schön. Wenn du die Daten quasi abgreifst, so ein Sim,
Das ist ja nichts zum Gucken. Dann fühlst du, was die entsprechenden Personen fühlen. Und du fühlst das, was er fühlt. Ganz kurz, du kannst es ja ausschalten. Aber Wut und Hass und Zerstörung und Geilheit gleichzeitig. Und da ist nichts mehr vom Brummlibär. Das ist einfach nur noch Brummlibär-Porno. Ja, richtig, richtig schön. Oh Gott. War so schön, dass ich jetzt mal direkt ins Mikro atmen musste. Das tut mir leid. Gut, dass vor den YouTube-Videos immer der FSK läuft. Entschuldigung, es ist eine dystopische Welt und sowas gibt es auch heute schon. Das müssen wir ja nicht aussparen. Da kommt der Brummlibär und der knallt hier halt Billy einfach weg. Billy ist blass. Billy ist blass. Ihr habt, wenn du die Daten abgegriffen hast, nach 5 Minuten braucht er mal eine Pause, wo er sich nachlegen muss und wo er auch überlegen muss. Das dauert dann schon ein bisschen länger. Ihr habt Zeit, euch zu unterhalten. Er ist sehr abgelenkt. Jojo. Ha? Nee. Was ist denn los mit dir? Ist dir schlecht? Vielleicht solltest du mal was essen. Na, oh mein... Oh Gott, nein, bloß nicht. Nein, na, oh Gott. Wie wär's mit einem Apfelkuchen? Halt die Fresse jetzt. Ich muss sogar... Nur wenn bleiben. Er warm ist. Könnt ihr mal bitte aufhören jetzt? Entschuldigung, ich höre jetzt auf. Wie warmer Apfelkuchen? Ich erbreche dir gleich warmen Apfelkuchen aufs Dekolleté, da können wir auch einen Film draus machen. Hä? So, wie die beiden Japanerinnen in der Badewanne, aber das ist eine andere Story. Hä? Nix. Back in Game. Achso, ich dachte, das war schon in Game. Nein. Hä? Was denn? Oh Gott, die machen Beatles. Brummlibär macht Beatles. Mit und? Hier. Oh mein Gott. Kann ich die Information, die ich aufgefangen habe, sharen mit ihr? Aber selbstverständlich, du kannst ja auch einfach jetzt nochmal neu deinen Feed geben. Ich gebe ihr den Feed. Du warst gerade AFK, inwiefern hast du noch was mitgehört? Ich habe nur, du fühlst Wut und Hass mitgehört. Okay, es ist der Brummlibär, der Sadomaso-Porno macht mit einer jungen Frau. Ach, Alter, kann man schwer schätzen, vielleicht ist es legal, vielleicht hat sie der Sache zugestimmt, vielleicht auch nicht. Es ist ein BTL, aber du hast eine Begrenzung, das heißt, du fühlst es wie ein Sim, das heißt, du hast trotzdem seine Gefühle, wenn du das annimmst. Und nee, macht sie nicht. Oh. Too late. Und sie muss es nicht annehmen. Dein Comlink, du hast eine... Wie hoch ist deine Firewall? Warte, das muss ich jetzt tatsächlich, ich glaube, 4. Okay, mit einer 4er Firewall kannst du auch mit einer 3er kannst du sagen, Moment. Du willst es sehen, aber... Na, da hat ein Sim-Modul, ich meine, ne? Du willst es sehen, aber du willst es nicht fühlen, das ginge. Sie hat überhaupt kein Sim-Modul. Na, du hast eine Datenbuchse. Ja, das ist das Gleiche, das ist im Wesentlichen ein Sim-Modul. Aber sie kann sowas nicht leiden. Aber ich meine, du kannst es einfach nur als Video sehen, wenn du darauf bestehst mit einer 3er Firewall. Ist da jetzt rausgegangen? Das. Möchtest du das? Wenn als Video, aber nicht als Sim. Ja, das, ich habe das verstanden. Als Video mit Ton und Bild und Geruch nicht und alles klar. Und was habe ich vorhin noch gesagt? Müsste man dem Ganzen einen Namen geben, ist es Cuntgrinder Returns. Und ja, der Cuntgrinder taucht in jeder Runde von mir auf. Es ist eine sehr schöne Band, die man nicht unbedingt hören will. Aber ist egal. Also Jojo guckt sich nur das Video an. Legt so ein bisschen den Kopf schief. Eine Sekunde noch, was euch beiden noch auffällt, aber jetzt erst was ihr jetzt erst realisiert. In der Ecke ist ein kleiner Käfig mit einem Hund. Und mit klein meine ich, da passt ein Hund rein, der schon sehr aggressiv und böse aussieht und schon etwas größer ist. So eine Bulldogge. Alter, haben wir jetzt Animal Farm hier auch noch bei dir oder was? Alter. Jojo legt irgendwie so den Kopf schief. Ja, und weiter? Erstmal zeichne ich den Feed jetzt auch auf, wer der SL, auf einen meiner Datenchips. Schreibst du dir das bitte auf, dass ich das und so, und dann ist okay. Was schreibe ich mir auf? Was du gesagt hast? Nee. Was du da aufgezeichnet hast. Einfach, dass du es getan hast, damit wir das nicht vergessen. Ja. Ich weiß, das haben wir aufgezeichnet, aber daran irgendwie uns trotzdem nicht dran. Ich zeichne auf. Ja, was ist denn jetzt? Lass sie doch machen. Ich finde das ekelhaft. Ich habe mit ihm immer zum Mittag gegessen. Der war nett eigentlich. Und dann sowas. Und das Mädel tut mir leid. Ich weiß nicht, ob die wirklich Bock drauf hat. Ansonsten wird sie dafür bezahlt, so zu tun, als hätte sie keinen Bock drauf. Glaubst du das ernsthaft? Ich habe keine Ahnung. Aber das ist nicht unsere Baustelle und da sollten wir uns auch nicht einmischen. Wir haben keine Ahnung, wem da die Kohle für gegeben wird. Oder wer damit involviert ist. Und wenn wir es vermeiden wollen, wieder so eine Scheißaktion zu leisten wie... Okay. Das letzte Mal sollten wir die Finger davon lassen. Möglichst gar nicht auffallen. Das gibt es gar nicht. Okay, nichts passiert.
Ne, das gibt es gar nicht. Schalt das einfach ab. Dann ist dir auch nicht mehr schlecht. Ja, ich fühle das aus. Jojo, gibt ihr einen Schluck Wasser oder irgendwas anderes zu trinken? Ja, Wasser bitte. Besser? Nein, das mache ich jetzt nicht. Ja, bisschen. Was steht denn so vor da rum? Jetzt los, 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 ran an den Speck. Ich bin noch nicht fertig. Habt ihr zugenommen seit der letzten Nacht? Ah, egal. Los, 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 los. Was? Zugenommen? Hallo? Darauf scheint ihr nicht mehr zu reagieren. Jojo denkt sich, Mist, jetzt tue ich mal so. Aber... Ärgernis. Also die Sachen, die er macht, die sind so geil, Alter. So krass geil, ne? Also, gibt's überhaupt keine Worte für. Kann ich überhaupt nicht beschreiben. Ist richtig, richtig... Also, wenn das nicht gut ankommt, dann weiß ich auch nicht. So, klang ich begeistert, schön. Er macht das irgendwie 1000 Millionen Stunden und das ist für euch gar nicht so unendlich anstrengend, weil ihr halt nicht so viel zu tun habt. Ihr habt auch immer mal Pausen einfach, weil er doch eine Weile überlegen muss, was er macht, wie er es macht, sich erholen muss, nochmal bla 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 bla. Toilettenpausen, die man ja vielleicht doch mal braucht, das ist ja sehr lang, im Schleichmodus und mit Glück. Oder ihr versucht einzuhalten. Nee, das ist dumm. Das ist dumm. Gut. Und vom Dach runterpullern ist vielleicht auch nicht so der Plan. Ne? Deswegen ja. Ich kann mir irgendwo eine Flasche klauen, eine Punica Superschluck, da hänge ich meinen Dödel rein. Und es lohnt sich doch, ein Mann zu sein. Richtig. Ach ja. Hinterher kannst du es als Apfelsaft weiterverkaufen. Nee, der Apfelsaft der Heimat. Du bist wirklich heute Abend hier. Nein, bin ich nicht, weil nur heute Billys Abend. Fürze riechen nach Rosen, Billys Pisse schmeckt nach Apfelsaft und... Und es soll auch so gut für die Haut sein. Eigenurintherapie und so, ne? Ja, es ist dann halt nicht Eigenurin, es ist elfischer hier. Urin, das ist perfekt. Wir naja, kommen langsam mal zur Potte, ne? Es wird nicht mehr in Milch gebadet, sondern in Elfenurin. Also ihr schleicht euch mal aufs Klo, wenn es notwendig ist. Richtig. Ihr arbeitet halt dort, es ist relativ okay. Ihr seid immer noch ein bisschen müde und geschafft von der Woche, aber geht. Und es neigt sich halt den Abendstunden so langsam. Erfahrungsgemäß, wie lange hält das Ketamin? Das hält ihn schon ein paar Stunden, oder? Lange genug. Wir sollten den nicht vor 11 Uhr ausnödeln, oder? Nee, klar. Also das wird jetzt mal in der Toilettenpause besprochen. Wir können über Comlink, das ist noch klüger. Nee, aber zumindest so ein bisschen vorher, damit wir halt genug Puffer haben. Weißt du nicht, dass irgendwas schief geht und ich brauche auch noch Zeit, um das anzubauen. Ja, eine Stunde, oder? Wir müssen es ja nicht Punkt 12 Uhr anklemmen. Nee, zwischen 12 und 1, ne? Genau, es muss zwischen 12 und 1 aufgezeichnet werden für eine halbe Stunde. Ja. Für Maximum Erfolg. Gut. Okay. Ja, so eine Stunde vorher wäre schon nicht schlecht. Gut, dann fangen wir um 11 damit an, dass wir ihm eine Line legen. Also. Na, vielleicht kriegen wir ihn auch mit nach oben gelotst. Ich meine, das wäre ja noch geiler, wenn wir ihn dazu kriegen, dass er ein bisschen Freiluft-Session hier macht. Ich meine, den Kram dahin, den kannst du doch schon fast mit hochnehmen. Ja, wobei es ist eigentlich auch dämlich, wenn er da oben ist. Es wäre halt geil, wenn wir da oben seine Fingerabdrücke hätten, weißt du? Wenn uns die Türen quasi aufmacht, freiwillig. Ja. Ja, dann lass uns noch versuchen. Also, wobei, es kann sein, dass er da gar nicht hochkommt. Ich glaube, da hat er gar keine Berechtigung für. Das haben nur die Hausmeister. Wir schauen einfach mal. Er weiß ja auch, was hier abgeht mit dem Brummli-Porn. Ja, genau. Wir versuchen es einfach vielleicht. Ansonsten wird er vielleicht wenigstens erzählen, weshalb er nicht da oben hin kann. Das geht vielleicht, ja. Ihr wartet also auf die nächste Pause. Ja. Ja, damit wir ihn ansprechen können. Also naja, ab 11. Ja. Ab 11? Ha? Du wolltest irgendwas sagen. Nee, ist ja auch okay. Sag mal, war nichts Wichtiges. Ja, ich wollte sagen, ab 11 werden wir anfangen, ihn zu drängeln, dass wir mal eine halbe Stunde ein Päuschen machen und frische Luft wird auch so toll und auf dem Dach und... Alles klar, es gibt eine Pause 22:47, die ihr auch gern wahrnehmen könnt. Wie viel Uhr? Gut. 20 Uhr? 22:47. Okay, ja, machen wir. Gut. Genau, da packt er sich auch gerade wieder was hin und guckt. Übrigens hat er euch natürlich bisher noch nicht um eure Meinung gefragt, aber ich denke, das war euch allen klar. Da müssen wir jetzt verhindern, dass er seinen eigenen Scheiß nimmt. Genau. Ja, dann hau rein. Zur Feier des Tages ladet ihr ihn ein. Sag mal, hast du nicht Bock mal irgendwie mit, also wollen wir nicht mal hochgehen oder so? Können wir den Rest nicht mal im Freien machen? Ich meine, überleg mal, wie geil das ist, wenn wir so eine Freilufteinstellung haben. Ja, ich hab dich bisher für einigermaßen klug gehalten. Du meinst also, ich soll mit übelst viel Scheißwerkzeug, was übelst laut ist und klimpert und dem ganzen Kack hier, der nicht mehr stabil ist, aufs Dach rennen, wenn im Studio 10 was abgeht. Keine Ahnung, läuft das denn direkt am Studio 10 vorbei? Nee, aber es ist einfach laut und das Risiko gehe ich nicht. Ich bin nicht bescheuert. Außerdem komme ich eh nicht aufs Dach. Wieso nicht? Achso, warum nicht? Was soll... Ey, sag mal, Leute, denkt ihr mal mit. Was will ich denn auf dem Dach? Warum soll ich die Berechtigung haben?
Genau. Pff, keine Ahnung, weil du mal da oben irgendwas machst, drehst, keine Ahnung. Auf dem Dach. Weiß ich nicht, weil du Bock hast, da oben hochzugehen, hätte Wenn sein ich können. Bock habe, darf ich das doch noch nicht. Sag mal, Alter, nein. Da können die Hausmeister hoch und mit Sondergenehmigung ein paar von unseren Technikern, die werden in Begleitung eines Hausmeisters, bla 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 bla, um da Bla irgendwas bla oben zu bla machen. bla 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 bla. Ja, ich verstehe schon. Merkst du, schön. Ich verstehe Dann schon. lass uns Pack doch mal grad eine sein Leine Zeug aus. ziehen. Naja, komm, warte mal, lass mal stecken da das Zeug, das du weißt ja, das bringt's auch eh nicht. Wir haben da noch was Besonderes für zur Feier des Tages, damit wir extra gut arbeiten können und kreativ sein. Was von gestern hast du? Ah ja. Boah, aber nimmt mich das nicht zu sehr raus, Alter? Nee, du warst doch gestern schon so abgefahren, was du da an die Wand gemacht hast mit der Kettensäge. Das war Das, irre. Alter, das war nur wegen dem Zeug, glaube ich. Ja, Also Alter, nee, abgesehen das war von nicht dem nur wegen dem richtigen. Zeug, Alter. Halt Nee, mal die natürlich nicht, Fresse. aber weil dein Skill ist auch noch mal ein ganzes Stückchen angewachsen da war an der Stelle jedenfalls wegen dem Zeug. Das kam mir mal so richtig rausgeprescht hier. Dann pack aus, los geht's. Ja, leg mal Lines. Ich Gut. komme gleich wieder, okay? Wie, du kommst gleich wieder. Na, ich komme schon noch rechtzeitig, keine Sorge. Ja, mache Eier. Fangt ruhig schon mal an. Sie geht dann kurz raus. Wohin? Auf eine Pseudo-Toilettenpause. Ach so, sie will einfach nicht sich wegballern, ich verstehe. Richtig. Ja, sag das doch. Ja, sagen wir es mal so, wenn Billy auch nichts nehmen will, ist das nicht schlimm, denn er macht sich, also du machst, gibst ihm sein Tütchen, nimmst dein Tütchen, er macht sich seine Leine und hat die so schnell drin, da bist du noch gar nicht fertig, dich vorzubereiten. Was, wieso sein? Er legt sich ein Leinen von seinem Zeug? Nee. Nee, 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 er nimmt, Von also unserem du gibst Zeug. ihm das Tütchen, das kleine, und Ja, er macht sich ja. seine Leine so schnell fertig, dass du gar nicht dazu kommst, deins auszupacken. Gut. Was hat man Ich. gesagt, wirkt schnell? Ketter? Über die Hm? Nasenschleimhaut? Hm? Das geht direkt durch die Bluthirnschranke durch. Ja, also. Hirnblutschranke so rum. Nein, Bluthirnschranke ist schon richtig. Machen wir es mal so rum. Nach wenigen Minuten kommt Jojo wieder rein, oder wenn sie das Signal von Billy bekommt, oder was auch immer. Und der Typ steht in der Mitte des Raums, die Arme so ein bisschen von sich gestreckt, sehr breitbeinig laufend, macht einen Schritt nach vorn, bleibt kurz stehen, blickt sich um, dann schmunzelt er kurz, dann geht er zu der Wand und stößt sich von ihr ab, fällt volle Kanne auf den Rücken. Und du siehst einfach, wie in seinem Gehirn nachschwappt, wie er sich als Geisterform sieht, nochmal gegen die Wand springen und, ne? Sehr gut erklärt. Wir Er sollten ist ihn vielleicht. einfach, ja, in einer Zeitschleife gefangen, Wir glaube ich. sollten ihn vielleicht davon abhalten, dass er sich gegen die Wände schmeißt, nicht, dass noch jemand was mitbekommt. Wir legen dem jetzt hier schön den Kabelbinder an, machen einen Ducktape über den Das Mund ist drüber. eigentlich nicht so cool, weil dann würde ja jeder direkt sehen. Ja, wobei unten der Typ weiß sowieso, dass wir drin waren. Richtig. Aber es gibt keine Aufzeichnung übrigens, ne? Stimmt, aber es Aber gibt keine Aufzeichnung. wenn der Kadam! Wachmann unten erzählt, dass er den Mitrofan reingelassen hat mit einem Handschlag und Geld, dann ist er auch gefickt und er wird den Ja, aber Teufel tun. deswegen sage ich ja, sollten wir den eigentlich mit irgendwie seinen Drogen ausnocken und dann ist es gut. Wenn er hier irgendwo rumliegt und nichts mehr tun kann, ist das eigentlich noch geiler. Also, dann können wir dem ein Bömmchen basteln und ihn das schlucken lassen. Das dauert dann eine ganze Weile, bis sich das zersetzt. Langsam über den Magen wird die Droge langsamer aufgenommen. Das heißt, die Wirkung setzt langsamer ein. Überdosierung ist somit schwerer möglich. Solange wir 2 Kilo in den Hals schütten oder 2 Gramm in den Hals schütten vom Ketamin, dann wird es langsam schön über seine Blutzirkulation dann nach und nach verdaut. Und er bleibt uns mal mindestens eine Stunde ausgenockt, wenn nicht länger. Und anschließend, nachdem der aus einem krampfartigen Ketaminrausch aufwacht, wird er auch nicht sofort rumrennen und sagen, hey, wo sind die Mädels? Der braucht erstmal 15 bis 30 Minuten, bis der überhaupt sich gefangen hat. Das hält Also. nur so kurz, das Zeug? Nein, das hält schon länger. Okay, na, weil du gerade sagst, es so nach einer Stunde. Nein. Das ist ein bisschen wenig. Nee, 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 das hält schon länger. Gut, dann machen wir das doch. Also wir basteln ihm aus einem Stückchen Toilettenpapier nochmal 2 dicke Bömmchen mit Außerdem Koka hat er einen und. leeren Magen. Er muss doch kein Kokain mehr kriegen. Es reicht doch, wenn er jetzt nur noch Ketamin Ja, bekommt. wir haben aber das Ketamin nicht pur dabei. Wir haben das Ketamin ja Stimmt. direkt mit dem Koks gestreckt, in Das Anführungszeichen. stimmt. Die guten ins Tröpfchen und so, ne? Schlechten ins Ja. Tröpfchen, ja. Schön nochmal aussortieren. Und Während ihr die dann. Bömmchen bereit macht, bemerkt, weil Billy das macht, die Jojo, wie er Gefallen daran findet, mit einem Schraubenzieher seine Schmerzresistenz zu überprüfen, die sehr hoch ist. Jojo Es sieht hält ihn nicht davon unbedingt ab. ungefährlich aus. Jojo nimmt ihm den Schraubenzieher weg. Es scheint, als wäre er unfähig zu sprechen, aber
und viel zu langsam, um sich zu wehren, aber eigentlich wie so ein Baby, das irgendwie, das halt nicht schreien kann, das irgendwie so danach greift nochmal und irgendwie dann Greifreflex überprüft und sich wundert, warum es das Ding nicht in der Hand hat und dich anguckt mit, also dein Uterus leuchtet jetzt nicht, aber es ist schon mitleiderregend. Alter. Kein leuchtender Uterus heute. Nee. Nicht. Sag mal, hast du nicht irgendwas dabei, was den irgendwie mal... Du hast doch Bliss, was willst du denn von mir? Stimmt. Dann hau ihm das Bliss doch einfach rein. I'm an evil Homer. I am evil Homer. Marina, du hast doch eine Com-Verbindung, ne? Baby. Natürlich. Du siehst also... Dir stehen die glückseligsten Stunden deines Lebens bevor. Während Jojo ihn mal wieder versucht, durch ihre creepy Art, durch Schrecktod zu erledigen, weiß nicht, der hat vermutlich die ganze Nacht sich zugezogen und fährt damit heute fort. Nahrungsaufnahme und Hydration am heutigen Tage waren eher nicht so angesagt. Nachdem sie ihn jetzt also mit Koks und Ketamin, niederstreckten, möchten sie jetzt noch Bliss reinschmeißen. Es gibt gewisse körperliche Grenzen, die sehr schlecht auszuloten sind. Und es kann gut sein, dass sie ihn mit dem Bliss jetzt über den Jordan schickt. Warum weil ich das keine gute Qualität sein wird. Warum habe ich jetzt ein Bild von Jojo, wie der Evil dasteht und sagt, nur ein bisschen. Unter dem Licht, das von seinen komischen creepy Lampen da abgeworfen wird, weißt du? Mhm. Aber von Jojo. Marina kommt eine Textnachricht, damit es jetzt nicht so auffällt, wenn sie da in der Menschenmenge spricht, mit dem Text: Vorsicht, killt ihn nicht. Vielleicht sollten wir ihm mal ein bisschen Wasser geben. Dazu schon nicht. Ich glaube, wenn wir dem jetzt Wasser geben, dann ertrinkt er halbwegs uns. Also, meinst du? Ich weiß nicht, ob das Bliss jetzt so eine arg gute Idee ist, anscheinend. Ja, vielleicht lassen wir den jetzt einfach da ein bisschen im Studio und schütten dem noch ein bisschen Koks in die Nase, sodass es aussieht, als hätte er sich total zugezogen. Und dann, wenn die Leute ihn finden, dann heißt er nur, okay. Der müsste doch eh gleich irgendwann mal einpennen. Ich hab nur keinen Bock, dass der jetzt hier anfängt, gegen die Wände zu rennen. Das ist doch eh ein schallgeschütztes Studio. Der kann doch da drin mit Meißel und Hammer die komplette... Wir nehmen einfach alles, was laut ist, hier raus. Jo. Und vielleicht auch irgendwas, mit dem er sich verletzen könnte. Er sieht nicht so aus, als würde er sich heute noch aus diesem Raum rausbewegen. Selbstverletzung ist aber durchaus drin. Ja, dann nehmen wir immer die scharfen Gegenstände weg. Ist irgendwo Blisterfolie verfügbar? Viel? Dann packen wir den in Blisterfolie ein. Ja, es soll nee, lass hier, das wie mal. Heißt denn das? Dämmschutz? Diese Zeug da. Basotec, sehr gut. Nee, nicht einpacken, lass den Scheiß mal. Wenn er jetzt selber scheiße baut, dann ist er ja selber schuld. Dann soll er sich halt nicht so zuziehen. Verdammt, mir fällt gerade der Fehler dabei auf. Egal, wir müssen jetzt mal langsam los. Ja, also dann lassen wir den Typ jetzt doch da einfach mal. Ja, wir können den ja mit einer Hand Kabelbinder an irgendeinem Ding. Nee, das warum ist wieder, denn? Weil das wieder so aussieht, als hätten wir das absichtlich gemacht. Wenn der sich mit Drogen zuzieht und wir einfach abgehauen sind, dann ist das eine. Aber wenn wir ihn fesseln, dann haben wir das alles absichtlich gemacht. Mhm. Okay, dann lassen wir den jetzt so, oder was? Ja. Okay, wir nehmen jetzt einfach hier Schraubenzieher raus und Meißel raus. Das müssen wir eh zurückbringen. Und die Motorsäge? Oh, stimmt, die Motorsäge. Wenn der die Schmerzfühlbarkeit probiert und sich den großen Fuß abschneidet oder den kleinen Fuß abschneidet, dann scheiße. Ja gut, dann nehmen wir die jetzt mit. Das müssen wir jetzt noch wegbringen und dann kann ich mir das Werkzeug mitnehmen, was ich brauche. Okay, go, go, go. Gut. Okay. Ja, wir schleichen uns. Sekunde. Okay. Erstens und wichtigstens, Billys Milznarbe juckt und zieht. Was? Ja, du hast mich schon verstanden. Das Wetter ändert sich. Marina, wo bist du eigentlich in Stellung gegangen? Also, wenn die noch nicht am Einsatzort sind, dann wird sich Marina eher im näheren Umfeld rumtreiben und sobald die zum Einsatzort gehen, wird sie unten in dem Mallbereich sozusagen rumschlendern. Näheres Umfeld heißt außerhalb des Tech Towers. Der Plan? Ruhe, Flummi. Schön. Naja, also in der Zeit, wo die jetzt die ganze Zeit gearbeitet haben und so, die wird nicht den ganzen Tag da rumgegammelt haben, weil das fällt auf, wenn man 12 Stunden in diesem Laden ist. Das heißt, sobald da die Action beginnt, also ich denke spätestens, als sie die Nachricht geschrieben hat, da hatte ich ja auch schon gesagt, Leute, die um mich rum sind, da wird sie da schon unten langschlendern. Aber
Ja, aktuell eher Ja, beobachten, schlendern. das ist schon okay, aber wo ist denn unten rumschlendern? Innerhalb oder außerhalb des Tech Towers? Innerhalb. Gut. Mach mal bitte eine Erinnerungsprobe. Wer? Okay. Du Ach, nicht. hier. Feierfolge. Kurz überlegen. Alles klar. Du gehst in den Tech Tower. Ich muss leider irgendwie das jetzt timen. Das ist sehr ärgerlich, weil ich dachte, du bist draußen. Die Menschen, genau, es ist ein Feiertag und die Menschen kaufen gern ein. So, deswegen war da einfach mal richtig fett viel los und deswegen eh sich der Trubel und Plan überhaupt nervig, konntest du erst jetzt rein, als die beiden sich auf den Weg nach oben machen. Du kommst also dann unten zu dieser Abfertigung und du siehst dann quasi so 5 Meter vor dir, wie der Wachmann alle mit einem MAD-Scanner abscannt. Ja, die haben viel zu tun, es sind richtig viele Leute, die haben sogar einen zweiten unten hingestellt, um das irgendwie handeln zu können. Aber ja, das machen sie halt trotzdem, da sind sie echt richtig solide und da kann man sich auf sie verlassen. Ein Sinnscanner oder ein Waffenscanner? Also ein MAD-Scanner, also nur ein Metallscanner. Nur. Das heißt, die Munition, die ich dabei habe, wird auf jeden Fall auffliegen. Ja. Jojo durfte, falls ihr euch erinnert, am ersten Auskundschaftsabend nicht mal einen Schraubenzieher mit reinnehmen. Zauberhaft. Dann werde ich also versuchen, während ich in der Schlange anstehe, wenn ich das sehe, das unauffällig entweder in irgendeiner Ecke verschwinden lassen oder irgendwem unauffällig zustecken. Ich will es auf jeden Fall loswerden und wenn zustecken, dann eher jemandem, der hinter mir steht, nicht vor mir. Gut, mach mal bitte Fingerfertigkeit. Na klar. Ich meine natürlich, ja, was hast du so? Ich bitte die Dreierfolge. Okay. Völlig unverfänglich. Möchtest du das etchen? Ach ja. Ja, so, rein zufällig. Ich meine, es ist heute ein guter Tag für Edge. Düs hat vorhin schon eins zurückbekommen. Da kann er gar nicht schief gehen. Ja, so subtil. Ja, ich etch mal. Das hat sich gelohnt. Das sind noch mal zwei. Ärgerlich. Okay, jemanden unterschieben oder verschwinden lassen. Beides ist dir möglich. Dann eher verschwinden lassen. Gut, die Muni landet im Bereich XY auf den Koordinaten leck mich und du kommst rein. Kein Problem. Also es sei denn, du hast dein Ritualdolch dabei oder sowas, das wäre natürlich ein bisschen ungünstig. Nee, ungern, aber ich werde ihn zu Hause gelassen haben. Sobald ich drin bin, kriegt ihr aber auch übers Comlink die Nachricht. Oh, die sind hier echt ziemlich krass drauf. Von Jojo kommt zurück. Hä? Deine letzte Beigabe hat nicht funktioniert. Hä? Was? Hä? Hast mir doch was Inwiefern hat nicht mitgegeben. Das funktioniert? funktioniert nicht, weil Scanner, damit wäre ich gar nicht erst reingekommen. Ja, das ist ja auch der Plan, Mensch. Du solltest das, wenn wir Probleme kriegen oder beziehungsweise wenn wir rauskommen, einem der Passanten zustecken. Damit die Passanten aufhalten und mit den Passanten beschäftigt sind und wir hinter denen rauskommen. Du. Ja, aber ich muss doch jetzt erstmal rein, um da drin Unruhe stiften zu können. Das war doch die ganze Zeit der Plan. Und ich wäre damit gar nicht reingekommen. Aber drinnen Unruhe stiften wollte doch Billy. Ich glaube, das haben wir nicht gut genug kommuniziert miteinander, Mädels. Und ich Ich glaube, kann ihr habt auch. jetzt leider keine Zeit mehr darüber Egal, wir nachzudenken, müssen weil jetzt Dummi ruhig. nämlich jetzt das Schloss knacken muss. Mach mal bitte hier, ne? Komm, so eine richtig schöne Probe. Nicht Schlosser, sondern Hardware und Logik. Hardware und Logik. Es handelt sich dabei jetzt um das Schloss zum Hausmeistergang da, ne? Ins Treppenhaus, damit wir hochkommen aufs Dach. Genau. Schätzelein, ich verstehe dich. Hatten wir Ja. abnehmende Pools oder wie war Ich das? brauche erstmal nur eine. Weil die Verschalung abmachen aller, das ist ja wohl Drei. gekommen. 3, sehr gut. Du machst die Verschalung ab und entdeckst noch rechtzeitig sogar verhältnismäßig. Nee, du entdeckst es ziemlich schnell, dass da halt ein Antimanipulationssystem drin ist. Und umgehst das und dann das Schloss weiterhin zu knacken, ist nur eine Frage der Zeit. Ich nehme nicht an, dass sie sich jetzt fürchterlich beeilen wird, sondern es lieber richtig macht. Sie macht es lieber richtig und so, dass es hinterher nicht direkt auffällt, wenn einmal jemand vorbeiläuft. Da ist auch noch, na gut, das ist möglich. Und da sind da irgendwie, hat das Ding nicht eine Kamera im Blick oder so? Das Schloss? Ne, die Tür. Oder nicht? Ja, aber Zenith arbeitet an dem Tag nicht, die Ah ja, Kamera ist oben stimmt. aus. Ah ja, stimmt, du hast recht. Ah, oh, stimmt. Gut. Ah, oh, puh.
Mist, ich dachte, das mit dem Feiertag reitet euch rein, aber irgendwie nicht so. Aber unabhängig davon, das Schloss ist jetzt geknackt und ihr kommt ins Treppenhaus und... Die möchte es so hinterlassen, dass es, wie gesagt, nicht auffällt. Ja, ja, das ist mir schon wohl bewusst. Ihr geht weiter das Treppenhaus hoch, was übrigens dumm ist, aber ist egal. Ihr kommt dann am Dachdings an und da ist nochmal dasselbe Schloss, und da du jetzt weißt, wie es funktioniert und wie das, wo das Antimanipulationssystem gelegen ist und so weiter, ist es jetzt auch nicht mehr so schwierig. Das heißt, ihr seid auf dem Dach. Ist die Tür alarmgesichert da oben? Nein. Gut. Da, die Kameras, hast du gesagt, sind aus, ne? Ja, oben auf dem Dach gibt es keine. Gut. Jojo, soll ich die Kameras im Blick halten, wenn es mir möglich ist? Was meinst du? Das wäre schon ein bisschen geil, ja. Okay. Also, wie lange braucht dein Helferchen eigentlich, um anzufangen, Theater zu machen? Weil es eigentlich, solange wir nicht... Sobald wir jetzt hier oben auf dem Dach sind, werde ich mich kurz zurückziehen müssen. Ja. Also du musst mich kurz bewachen und ich werde anfangen, ihn zu holen. Ja, aber und der soll noch nicht Theater machen. Nein, weiß ich auch. Wenn es losgeht bei uns, sage ich, ich muss ihn nur parat haben, damit es da keine Scheiße gibt. Es ist anstrengender, als du dir vorstellen kannst, glaubst du mir. Okay, weil die ersten paar Minuten vielleicht nicht, weil wie gesagt, wenn ihr jetzt schon daran arbeitet, vielleicht kriegen die das gar nicht so schnell mit. Ja, ich weiß. Ich muss ihm dann nur sagen, was er zu tun hat. Ansonsten bleibt er auf Standby, bis ich ihm sage, jetzt. Okay. Gibt es eine Möglichkeit, dass wir... Ich habe nämlich leider auch keine Kameras mit oder so. Das hätte ich mal dran denken sollen, ich trottel echt. Gibt es eine Möglichkeit, dass wir irgendwie im Blick behalten, wenn jemand aufmerksam wird auf die eine oder andere Art? Kriegst du sowas hin? Kriegst du sowas mit? Sobald die Spider im Web ist, sage ich mal, und sich die Kameras zieht, müsste ich davon Wind bekommen, wenn ich Zugriff auf die Kameras habe. Aber die sind ja aus. Richtig, Esel, oder nicht richtig, Esel? Na, die Kameras sind aus. Das Einzige, was geht, ist, wenn du die Persona der Spinne siehst und oder wenn das System in Alarm geht, kann es sein, dass du das durch eine Matrix-Wahrnehmungsprobe siehst. Gut, dann. Na, ja. Kriegst du vielleicht mit, wenn die Kameras angehen, weil der macht doch bestimmt das Sicherheitssystem an, wenn er wissen will, was hier abgeht. Das kriegen wir mit, sobald das kann ich quasi durch eine Matrix-Wahrnehmung mitbekommen. Alles klar. Also ich muss halt auf halb acht sein, aber ich habe ja eh nichts Besseres zu tun jetzt hier oben. Wir holen uns jetzt den Rucksack, schmeißen die Sachen soweit schon mal an. Wir müssen nämlich den Harnisch anlegen, müssen die Seile richtig verknoten am Wagen, den Wagen unter Kontrolle. Okay, let me check. Hier warte ich auf Angabe vom Excel, ob ich recht habe. Na, wir müssen halt aufpassen, ne? Weil wenn wirklich Alarm kommt, also Jojo bereitet währenddessen auch schon mal den ganzen Kram vor und geht in den Rucksack holen, während sie redet. Ja, dann werde ich dich an dieser Stelle unterbrechen. Der Rucksack ist da. Na. Gut, jetzt darfst du weiterreden. Wie gesagt, sie bereitet schon mal vor und guckt auch schon mal, wo sie dann hin muss und so weiter und so fort. Wir müssen halt, wenn wirklich Alarm ist, dann dürfen wir diese Dinger... Also dann dürfen wir nicht warten, bis diese Dinger runtergefahren sind, weil das viel zu lange braucht. Da sind wir voll auf dem Präsentierteiler. Wenn die da irgendwelche Drohnen schicken, sind wir Moos. Was? Na, pass auf. Wenn wir später abhauen und irgendwie wirklich eine Alarmsituation ist, was natürlich keiner von uns hoffen will, aber wenn eine Alarmsituation ist, dann können wir nicht uns auf die Dinger stellen und warten, bis das Ding runtergefahren ist, weil das übelst langsam ist. Wenn die in der Zeit haben die Drohnen geholt und da sind wir auf dem Präsentierteiler, da kommen wir nicht vor und nicht zurück. Wenn die Spider ins System geht und ich es mitbekomme, dann werde ich mich anstrengen müssen, dass ich die Spider dumpschock, das heißt komplett ausnehme. Das ist der Deal. Und dann haben wir Zeit, mit dem Wagen runterzufahren, währenddem da unten das normale physikalische Sicherheitspersonal alles durchsucht und alles wieder versucht ins Reine zu bringen. Und die Spider nach uns sucht, werde ich die Spider rausnehmen müssen komplett. Okay, also mit diesem Kram kennst du dich dann auch so gut. Dann kümmere ich mich erstmal hier. Klingt das nicht gut für dich? Doch, aber wir sollten uns überlegen, vielleicht doch zur Not irgendwie die Treppe zu nehmen. Ah, okay. Zur Not. Ich hoffe, dass wir es nicht brauchen. Wie lang sind eigentlich unsere Seile? Können wir uns auch komplett abseilen, auch wenn ich echt schiss, wenn ich mal da runter gucke? Wow, das sind 20 Stockwerke, Kind. Ich hoffe, lieber, dass so lang sind die Seile nicht. Das dachte ich mir. Okay, dann... Wie lang sind die denn? Nicht so lang. Wie viel würden wir runterfallen quasi? Das interessiert mich. Mach doch mal einen Edgewurf. Oder der mit dem höchsten Edge, das bist du. Ach, kabam. Vielleicht hab ich mal plus eins wegen Glückskind. Oh, genau. Du meinst, weil meine letzten Edgewürfe alle so gut waren? Jupp. Und weil irgendwie alle immer 1000 Erfolge haben und du nur einen oder so. Ja, so wie jetzt. Ich habe einen Erfolg. Gut, es sind 5 Meter. Also tut weh, ist aber machbar.
5 Meter, das tut da mehr musst als du weh. Schon wissen, wie du fällst. Das stimmt leider. Spring mal 3 Meter runter, das tut schon ordentlich weh. Ja, also ich meine, wenn du leider. Noch die... Du hast ja halt da nicht die Möglichkeit, dich wie, wenn du aus dem Stockwerk 5 Meter, da kannst du dich ja noch mit Händen dranhängen und dann ist es halt deine Körpergröße weniger. Ja, aber das ist da halt mit dem Seil schwierig. Du hast schon recht, das tut weh. Da bricht man sich vermutlich auf was. Okay, also das nur im aller notwendigsten Notfall. Oder im Idealfall an irgendeiner Stelle, wo Müllcontainer sind oder irgendwas anderes, wo ihr draufhüpfen könnt. Egal, das passt schon. Aber ja, stimmt, hast recht. Vielleicht sagen wir denen dann auch noch Bescheid rechtzeitig und dann läuft das. Ich möchte auch noch schauen jetzt vom Tower runter, wo der Haupteingang ist von unserer Position aus, weil an der Seite werden wir natürlich nicht runtergehen. Check. Sondern an der Seite, wo am wenigsten Verkehr ist, sag ich mal. Ja, ist kein Problem. Das ist der Hinterausgang. Okay. Gut, dann dort. Also ich meine, es sind immer noch Glaswände, aber hey, okay. Da arbeitet ja zum Glück niemand. Nö, aber ich meine, ab Stockwerk 16 ist da halt einfach mal offen. Also, gut. Bevor Düst jetzt gleich Matrix macht, das kommt nämlich danach. Ja, du siehst also den Schrank und siehst, dass die Daten von der Worry offenbar nicht stimmen, denn es ist kein normales Schloss, es ist ein Transponderschloss. Weißt du, was ein Transponderschloss ist? Ich weiß, was ein Transponderschloss ist. Ich das hasse ist dich ganz auch. Ausgezeichnet. Du Arschloch. Du hast mir gesagt, dass solche Schlösser übelst cool sind und dass man mehr damit arbeiten sollte und du hast absolut recht. Ich erkläre dir mal ganz kurz die Folgen. Das habe ich aber nicht auf unsere Runde bezogen gesagt. Ach so, das wusste ich nicht. Ganz kurz. Wenn du das alleine machst, heißt das, du musst Hardware und Schlosser einzeln würfeln, jeweils mit Geschick. Und wenn du es halt alleine machst, kriegst du -2 auf beides. Zusätzlich hast du dafür kein Werkzeug mit. Dann sind das nochmal -1, also -3 auf beide Proben. Nein, nur auf die Hardware-Probe, weil Schlosser hast du natürlich schon mit. Hey, wieso habe ich keine Hardware-Werkzeuge mit? Du hast schon Hardware-Werkzeuge mit, aber keine, um den Stromkreis in einem Schloss zu überbrücken, weil das schon sehr spezielles Zeug ist. Ja, okay, gut, wenn das so ein spezielles Schloss ist, dann habe ich das vermutlich wirklich nicht mit. Aber, sag mal, Billy. Hm? Du kennst dich nicht zufällig mit Schlössern aus? Nee, also nicht mit gefährlichen. Fuck. Scheiße. Das ist so ein verficktes Schloss, wo du eigentlich 2 Sachen gleichzeitig machen musst. Da brauche ich eigentlich noch jemanden für, der mir hilft. Na gut, das geht schon irgendwie. Scheiße. Das hätte ich mal eher sagen sollen, die blöde Kuh. Ja, scheiße. Das heißt, wir konnten uns darauf nicht vorbereiten. Nein. Übrigens, das Schloss gibt es seit einer Woche. Also, es sieht sehr neu aus. So ungefähr eine Woche oder sowas. Das ist, konnte ja keiner wissen. Nee. Hätten wir uns vielleicht mal besser vorbereiten können. Na, wir konnten ja nicht aufs Dach. Das wirklich nicht wissen. Komm. Wie kommt es denn, dass wir das nicht wissen konnten? Meine Herren. Scheiße. Okay, wir können jetzt nicht lange rummachen. Du musst das Ding aufkriegen in jedem Fall, oder? Wie fit ist Jojo? Fit genug. Okay, das wollte ich nur wissen. Sagen, wolltest du denn nicht auch noch Speed reinzwirbeln? Das war die Frage, ob das notwendig ist oder nicht. Ach so, nö. Gut, dann lässt sie's. Das macht sie nur hebelig, noch hebeliger. Und zittrig. Ja, sie kniet sich davor hin und ja, sie zieht das jetzt durch. Ja, bleibt doch keine andere Wahl. Ja, genau das. So, wie war das jetzt? Hardware -3, Schlosser -2, beides mit Geschick. Hardware -3, Schlosser -2. Ich muss es aber auch nur öffnen. Ja. Nee, ich glaube, hier ist es wirklich angebracht, zu denen hier zu machen. Okay, also bei meiner Schlosserprobe habe ich einen Erfolg. Möchtest du mich jetzt dazu überreden? Hardware ist immer wichtiger, mach erstmal Hardware. Ich merke mir das schon mal mit dem einen Erfolg. Bei meiner Hardware-Probe habe ich 2 Erfolge. Verrückt. Möchtest du für Schlosser vielleicht Edge einsetzen? Also anders, es geht einfach nicht auf. Dann Edge. Aha. Ich würfle meine Edge-Würfel nach. Mit Regel der 6, das ist ja unfair. 2 Erfolge. Gut, nach ein bisschen rumgeproke, so ungefähr 1,5 Minuten, offen. Uff. Jetzt blöde werde ich Penner. Zu Düs springen. Okay. Ja. Liebster Düs, du hast das schon mal angemerkt und ich fand das eigentlich sehr schön. Du bist eine Techno-Schamanin und es gibt halt Sprites und es gibt tatsächlich böse Sprites. Keine, also ich meine jetzt nicht sowas Dissonantes oder sowas, sondern einfach mit einer bösartigen Persönlichkeit. Du hast jetzt die folgende Entscheidungsmöglichkeit. Du rufst einen Sprite und sagst, Cause Mayhem. Und der tut es. Und du kannst auch sagen, die und die und die und die Knoten bitte nicht, das ist nicht so schön und bla und überhaupt. Dann ist alles easy. Oder du sagst, ich nehme einen bösen Sprite
Und dieser böse Sprite ist dann per se einfach mal 2 Stufen stärker als das, was du eigentlich beschworen hättest. Entzieht sich aber unter Umständen auch deiner Kontrolle, wenn er keinen Bock mehr hat. Und er ist halt bösartig. Auch der versteht die Menschenwelt halt nicht. Also der kann nicht gezielt sagen, ich werfe euch vom Dach oder so ein Gedöns. Aber er ist halt einfach kein netter Zeitgenosse. Was möchtest du tun? Nein, ich möchte keinen bösen Sprite beschwören. Also keinen, wie du ihn jetzt gerade beschrieben hast, sondern auch mit dem Wissen, was du gerade gesagt hast. Meine Idee war, ein Stufe 4 Sprite mit 2 Diensten zu bekommen. Na, die Dienste würfeln wir ja aus, aber Stufe 4, ja, aber okay. Ich sag's nur. Oder gut. Vielleicht sogar Stufe, warte mal. Wie viel hast du Resonanz? 3. Dann kriegst du bei Stufe 4 auf jeden Fall schon körperlichen Entzug, ne? Ja. Gut. Weiß ich. Es ist eine heftige Sache auf jeden Fall. Aber ich werde trotzdem, ja, ich werde auf den 5er, Level 5 Sprite werde ich gehen, aber der nicht böse ist. Das ist die Ansage, mein Freund. Alles klar. Okay, ich möchte zuerst beschreiben, denn ich möchte hoffen, dass du mir einen 4er-Bonus gewährst. Auch wenn ich etchen werde, nicht natürlich, aber... Einen 4er-Bonus? Egal, ja, ich werde gucken, ich ziehe im Sprite etwas ab, aber beschreib einfach mal. Die Epic-Situation, und zwar wird es folgendermaßen ablaufen. Für die Leute, die AR gerade zuschauen. Billy wird sich in die bösartige... Westhexe war es, glaube ich, vom Zauberer auf Oz verwandeln, die um einen AR-Hexenkessel tanzt, eigentlich sogar VR, weil Billy ist ja VR gerade. Das heißt, man muss sich vorstellen, wie Billy gerade sich in diese Hexe verwandelt, mit wallenden Gewändern, einem Hexenhut, einer Warze auf der Nase, in einer langgezogenen Nase, mit verfaulten gelben Zähnen anfängt, um diesen Hexenkessel zu tanzen. zu singen und zu tanzen und mit dem Kochlöffel durch diesen AR-Hexenkessel mit den Oktagonfarben wehend durchkocht und anfängt, ihre Affengehilfen zu rufen. Und tatsächlich aus der Entfernung kommen die Affen, die geflügelten Affen, by the way, mit diesen wunderschönen Gewändern und den riesigen schwarzen Flügeln angeflogen und setzen sich zu einem großen, wehenden, wallenden Flügelaffen zusammen. Und landet dann vor ihr. Sehr schön, Düss. Ich habe dem Sprite etwas abgezogen und du machst einfach deinen normalen Wurf auf Resonanz und kompilieren. Okay, Resonanz 3, kompilieren 3, das heißt 6 Würfel. Und da ich den Wurf direkt wegätschen möchte, frage ich den Spielleiter, ob er mir auf... Achso, Moment, das ist ja jetzt dann nur für die Dienste, die er mir geben muss, ne? Ja. Alles klar, okay, das wäre 6 Würfel dann jetzt. Moment. Also willst du nicht vorher etchen? Das kommt jetzt drauf an, weil ich ja gesagt habe, ich hätte gern die Vierer-Regel, aber ich weiß es nicht. Hä, die Vierer-Regel hast du nicht bekommen. Ich habe den Würfel abgezogen. Okay, ich habe einen Erfolg mit den 6 Würfeln jetzt. Das heißt, ich werde meine Misserfolge nachwürfeln, wenn ich darf. Also ich etch auf dem Deutsch. Natürlich. Also, dann komm nochmal hinterher hier. Und nochmal 2 Erfolge. Gibt dir gegebenenfalls noch was für einen Zug auf. Also du hast insgesamt 3 Erfolge, sagst du? 3 Erfolge, richtig. Sehr schön. Jetzt möchte ich bitte noch einen Schadenswiderstand gegen 2K. Das ist Resonanz und Intuition, glaube ich, ja. Also 7. Nee, Charisma, du bist ein Schamane. Ja, Charisma. 6 und 3 sind 9. Also die 9, das sind 1, 2 Erfolge plus 1 mehr. Sind 3 Erfolge wieder nochmal. Gut, es passiert so, wie du es beschrieben hast. Sie setzen sich kurz zu diesem Riesenaffen zusammen, splittern sich dann aber sofort auf und du siehst schon, wie einfach überall diese diese geflügelten Wesen herumfliegen, die mit den Schwingen haarscharf am Kopf vorbeisegeln und der Sprite ist nicht böse, aber der Sprite spielt gern und seine Art des Spielens ist wohl als destruktiv zu bezeichnen. Von dir, von anderen vielleicht nicht. Der hat auf jeden Fall richtig Bock. Der Gunfish hat richtig Bock gerade. Erinnert mich gerade dran, okay? Ja, hast du recht, scheiße. Der hat richtig Bock gerade. Okay. Wann hab ich denn das gesagt? Als er die Frau über den Haufen geschossen hat? Nee, als du erklärt hast, als wir mit Dings gesprochen haben, wie heißt denn gleich, mit Vicky, als wir mit Vicky gesprochen haben, als er voll war und als erklärt hat, dass Gunfist nach uns sucht. Der Gunfist hat richtig Bock gerade. Und mindestens so viel Bock, wenn nicht mehr, hat der Sprite. Also der
fliegt um dich herum und ist schon in größter Erwartung, Tatendrang quasi walten zu lassen. Ah, mein Gehilfe. Hallo. Chaos! Gut, das sollst du haben. Du musst dich noch etwas gedulden, mein kleiner Gehilfe und Freund. Wir müssen warten, bis du größtmöglichen Schaden anrichten kannst mit deinen Spielen. Also gedulde dich. Daraufhin fliegen die Affen in einem Kreis um dich herum, landen und sie wetzen ihre Krallen und funkeln mit ihren nicht allzu lieblichen Äugelein durch die Gegend. Fixieren schon mal kurz Jojos Comlink und alle anderen Elektroniken an ihr, auch das Schloss des Daches und so weiter. Also die sondieren schon so ein bisschen die Lage. Das ist mein Comlink. Du kriegst davon gar nichts mit. Ich weiß, dass ich davon nichts mitbekomme. Das war die leise Stimme aus dem Off. Hör zu, nicht hier oben. Schau dir diese Frau an, mich selbst und die andere Frau hier. Denen darfst du nichts tun. Aber alles, was unten ist, in der Zentrale, darfst du Chaos veranstalten, sobald ich dir das Signal dafür gebe. Und ich möchte, dass du aufpasst, hier ist eine Spinne im Gebäude. Sobald diese Spinne sich zeigt, möchte ich, dass du größtmöglichen Schaden an ihr anrichtest. Haben wir uns verstanden? Flummi, was hast du für eine Persona? Eine Persona? Ich überlege gerade. Mit ihrem... Na, sie hat doch ihr wundertolles Jojo. Ach so. Okay, Lexi, was für eine Persona hat dein Comlink? Gar keiner. Das ist leider nicht möglich. Du musst irgendeinen Avatar haben, der dich halt repräsentiert. Standard-Persona. Der Mann im Mond. Der Mann im Mond, okay. Der Sprite. Das sind keine Frauen! Ja, du hast natürlich recht, aber ich meine auch diese Persona hier von... Was ist Flummi nochmal jetzt? Jojo. Meine ich doch, Jojo. Und hier von Machina den Mann im Mond. Lässt du in Ruhe. Und was ist dann die Spinne? Die Spinne wird in dem Host auftauchen. Ich zeige ihm den Eingang zum Host. Zur Zentrale von Meisterin, Nova oder was es war. Meisterin, ja. Wir sind nicht geschaffen, um Lebewesen anzugreifen. Wir sind geschaffen, um Chaos zu stiften in den Machwerken. In den Machwerken des großen Zauberers, aber nicht um lebende Wesen anzugreifen. Du sollst ja auch nur Chaos in dem Host veranstalten. Gut. Sei ein guter Diener und stelle nicht ohne zu fragen. Ich kann dir die Targets sogar dann zeigen später, solltest du jetzt nicht wieder verstehen, was ich von dir möchte. Verzeih, Dienerin, wir wollen dir in jeder Form behilflich sein, im größtmöglichen Ausmaß des Chaos. Genau, Chaos ist es, was wir möchten. Aber jetzt musst du dich zurückziehen für einen Moment, aber da bleiben und warten, bis ich dir das Signal gebe. Die Sprites erheben sich in die Lüfte und verschwinden im Nachthimmel und dir wachsen kleine, nein, die sind schon groß. Große AR-Schwingen als Zeichen, dass der Sprite noch immer da ist und auch bereit ist quasi. Wunderbar. Ich liebe es. Ich habe gerade Gänsehaut. Was? Ja. Ah ne, das ist im Moment, das ist nicht Gänsehaut, egal. Ich habe eine ungefähre Ahnung, was es ist. Tschüss, du tust mir leid. Ich hab ein Hörnchen. Scheiße. Weiter geht's. Flummi. Du brauchst denn? Die Wanze an, Ende. Da brauche ich keine Probe, du hast dich drauf vorbereiten können. Um Punkt 12 halt, ne? Ja, sie kann sie ja schon eher anbauen, bloß um Punkt 12 dann anmachen und was weiß ich, das ist überhaupt kein Problem. Eine Minute nach 12. Sehr gut, überhaupt kein Problem. Es dauert halt ein bisschen, aber deswegen hat man dich ja gewählt, weil du es kannst, ne? Ja. Gut. Ich springe einfach bis einer Minute nach 12, ja? Ja, genau, da macht sie das Ding an, wird sich dann aber auch so ein bisschen in die Richtung der Türe oder irgendwie sowas begeben, damit sie halt mitkriegt, wenn irgendwas ist. Weil arbeiten kann die Wanze auch alleine. Gut. Billy hält Ausschau nach dem Erscheinen. Ja, genau. Mach mal bitte Matrix-Wahrnehmungsprobe. Ugh. Darf ich, weil VR? Du kriegst plus... Du bist immer noch VR? Ah ja. Ich muss doch meinen Sprite... Ist okay. Ich meine, den kannst du auch AR und so.
Wenn du VR bist, das ist deine Entscheidung, dann kriegst du insgesamt plus 4 auf Computer und Intuition. Also Intuition habe ich, brauche doch kein, so Perception bei Int und 4. Und Computer. Ah ja, cool. Oh, gut. Ach ja, richtig, das ist ja wieder was anderes hier, Perception. Das war ja, ich brauche ja Computer Perception. Also sprich Computer 3 plus Intuition 4 plus 4 sind 8, also 11. Stimmt das? Ich rechne nicht mit, du musst das schon können. Okay. Also, warte mal, was ist denn das hier? Ein Erfolg, zwei Erfolge und dann nochmal drei hinterher, weil ich nur 8 Würfel habe, wie arm. Und nochmal zwei Erfolge, also 4. 4 Erfolge über. Was ist dein Limit Data Processing? 4, ne? Data Processing, glaube ich, ein Data Processing. 4, ja, ist die Logik. 4. Gut, alles klar. Ich sag dir, sobald was passiert. Mhm. Möchte jemand was machen bis so ein paar Minuten, wo ich dann anfangen werde, irgendwie ausrasten? Also Jojo wird halt gucken, dass sie irgendwie möglichst viel jetzt im Blick behält, damit sie rechtzeitig mitkriegt, wenn irgendwas ist. Wird gleichzeitig aber auch eine Stoppuhr im Hintergrund laufen lassen, damit sie halt genau weiß, wie lange das Ding jetzt lief. Mahina würde sich in der Form vorbereiten, dass sie guckt, ob sie sich schon mal auslotet, wo kleine Gegenstände sind, die gut in der Hand verschwinden, die sie Leuten zustecken kann, die gerade rausgehen wollen, sich so hingehend vorbereiten, da in die Richtung schlendern, unauffällig tun und auf den Einsatz warten und hoffen, dass es nicht dazu kommt, weil sie unentdeckt bleiben und unentdeckt verschwinden können. Gut. Die Mondin sei mit uns. Ja. Ausgezeichnet. Guck mal, wie er sich freut. Ja, ihr habt das auch sehr schön gemacht, da kann ich mich ja freuen. Nach 7 Minuten und 23 Sekunden. Ja? 23, eine Illuminatenzahl. Das wusste ich nicht. Also nach 24 Sekunden zeigt sich das Spinnchen. Das Spinnchen hat die Persona von Godzilla. Da hat jemand nicht gekleckert, da hat er mehr als geklotzt. Denn Godzilla hat nicht nur einen Raketenarm und einen stachelbewehrten Schwanz. Nein, Godzilla hat Zähne aus purer Säure. Und tatsächlich hat er anscheinend ein minimales Verständnis von Humor. Das heißt, er hat einen gigantischen Penis, der Feuer spucken kann. Kennt man mit ja von Godzilla. Mit Schambehaarung, das sind geil. In der Tat dornenbewehrte Tentakeln. Schön. Ich dachte, das ist so medusenmäßig, weißt du, das sind Schlangen. Also nee, heute nicht. Okay. Auf jeden Fall, der hat noch keinen Alarm ausgelöst, er besieht sich aber sehr wohl jetzt die Lage von wegen, was ist denn da ist irgendwas komisch. Okay, solange er nicht reagiert, das machen geil. Wir... Schon machen vor wir dem Alarm, dann hat er wenigstens einen Grund. Also sagst du das an Billy? Jojo, sagst du Jojo das, was ist? Ja, ich geb Signale durch an euch Mädels, dass der Spider da ist, ja. Na, es wäre geil, wenn er jetzt der Sprite irgendwie anfangen könnte, weil dann sieht er nämlich nicht, was der eigentliche Grund für das Problem ist. Weißt du, dann sucht er den Sprite und findet nicht den richtigen Grund. Okay, verstanden. Mein Signal geht an den Sprite. Wirf mal bitte Reaktion. Ich? Ja, denn die paar Sekunden, die ihr verquatscht habt, sind ja in der Matrix eine Ewigkeit, deswegen... Okay. Reaction hatte ich 4. Moment. Ach Gott, wir würfeln heute viel, kann das sein? Ja, ist halt der Run, ne? Warte mal. Nee, das ist kein Erfolg. 3-3-3-1. Sehr gut. Gibst deinem Sprite den folgenden Befehl? Dass mein Sprite soll jetzt anfangen, Mayhem zu veranstalten. Unten in der, nicht zentral, aber unten in der Shopping Mall Equipment. Ja, du hast einen Bereich von Knoten halt markiert. Das ist okay. Mhm. Also sprich die ganzen Alarmsirenen für die Shopping Mall. Alles, einfach alles. Alles. Junge, weißt du, der hat auch 3 oder 4 in die Durchgänge. Ich glaube, es sind 3, aber nee, der hat einfach alles. Die Affen fliegen nach unten. Ich beschreibe das am besten aus Mahinas Perspektive. Du willst gerade, weil du gemerkt hast, dass es in dem einen Geschäft ist, nicht so gut ist, da was mitgehen zu lassen, weil die Kamera halt, die ja auch Shoplifters irgendwie sieht, ein bisschen ungünstig steht, dir schlägt vor der Nase die scheiß Schiebetür zu. Du siehst, wie nebenan... Oh. Dieser Wasserbottich da, Wasserspender, einfach direkt ausläuft, jemanden voll über die Hose. Ein Kaffeespender spritzt heißes Wasser in jemandes Hand, auch sehr schön, ist nämlich wirklich heiß. Okay. Die Fahrstuhltür, warte, kurz würfeln. Oh, die Fahrstuhltür öffnet sich nur halb, und zwar auf einer sehr ungünstigen Höhe. Ich weiß nicht, ob ihr Final Destination 2 gesehen habt. Ungefähr so, aber nicht, dass jemand zu Schaden kommt. Was noch? Alle Comlinks dort, wo es Comlinks zu kaufen gibt, und das ist ein Technologieturm.
Mit der Zeit fangen sie an, wie wild zu blinken, Musik abzuspielen, einfach alles völlig auszurasten. Sie rappappeln, aber auch die Comics der Menschen rappappeln. Leute beklagen sich, beklagen ist das falsche Wort, Leute werden langsam etwas hysterisch, weil sie zum Teil nichts mehr sehen, Cyberaugen und so was. Die Mayhem is on, Bitches. Oh, krass. Sweet mother of a sprite. Mahina entschließt sich doch langsam sicher aus dem Tag Tower zu entfernen, weil ob ich hier jetzt irgendwem was zustecke oder nicht, haut's glaube ich eh nicht mehr raus. Hast du AR-Sicht an? Muss ich? Musst du nicht, ich frage dich nur. Dann nicht, glaube ich. Okay, alles klar, gut. Also, du siehst auch ein paar Leute zusammenbrechen. Also nicht direkt zusammenbrechen, sondern die springen so zur Seite oder rückwärts, weil irgendwas auf sie zugeflogen zu kommen scheint oder irgendwas, also wirklich, wirklich schön. Auch ein Wachmann zieht eine Waffe, ja, und hält sie in irgendeine Richtung, wird aber dann von seinem Kollegen nochmal so weggestoßen, dass das nicht so, ne, cool ist. Und dann hörst du irgendwie Gebrüll von dem von wegen Matrix und nicht echt. Das Erheben einer schussbereiten Waffe, und ich spreche hier nicht von einem Taser, lässt die Hysterie nicht unbedingt abflauen. Okay, ich versuche nicht in die panische Menge zu geraten und totgetrampelt zu werden. Das ist cool, das dauert ja alles. Aha. Das dauert alles, wir sind jetzt bei... Ich kriege eine Comlink-Nachricht, hier unten bricht die Hölle los. Ich glaube, das hört man auch sogar. Ich sehe sie. Wunderbar. Mehrere Drohnen bewegen sich auf das Gebäude zu. Es sind keine bewaffneten Drohnen, aber es sind Kameradrohnen. So 5-6 Stück. Auf das Gebäude. Auch über das Gebäude? Also wie hoch sind die? Ein paar sind eher niedrig, ein paar fliegen von oben herab quasi. Können wir in das kleine Häuschen rein? Würfelt mal beide Sneaky. Moment, Entschuldigung, ich bin... Sie ist VR. Ich bin VR. Irgendwie benachrichtigt Billy, los VR raus, wir müssen gegebenenfalls ins Haus. Okay. Ich kann mich nicht ziehen. Billy kommt aus VR raus. Ja, du siehst noch die Drohne. Sneaking, beide -1. 6. Wollt ihr mir mal einen Gefallen tun und das Fett verkacken vielleicht? 2 Erfolge. Ich auch. Sehr schön, Mädels. Das mit meinen 5 Würfeln, Mensch. Mit 6. Gut, +1. Billy, anders. Ich meine, es ist jetzt... Ach, shit, ich habe ja Sneaking +2, Moment. Ich krieg ja +2. Würfel nach, das ist okay. Aber trotzdem. In der Matrix ist er jetzt also wirklich 3. eine Ewigkeit vergangen. Die Spinne hat langsam den Sprite lokalisiert, lädt 2 IC und die gehen auf den Sprite los. Und er auch. Da gibt's was Tolles. Ich hatte es gerade auf der Schippe gelegen gehabt. Moment, ich sag dir es. Zweiten Sprite beschwören? Nein, kann ich nicht. Ich weiß. Sagen wir es mal so, das Problem an der Sache ist, dass er unendlich viele IC nachladen kann, wenn eins abstürzt. Dein Sprite ist er eher nicht so. Ja. Ah, fuck, Mann, ja. Ich lass dich mal noch kurz überlegen, weil ihr euch ja auch verstecken müsst erstmal noch schnell. Du siehst es halt nur nebenbei. Mahina, du bist noch nicht raus. So ist es nicht. Ist ja noch genug okay. Dings. Die beiden Wachmänner. Der eine davon scheint so rein verhaltensmäßig noch der ruhigste zu sein. Und er hat auch quasi... er ist ja am Arsch. Er hat zumindest eine Panzerung, wo so komische Aztec-Abzeichen dran sind, die bei den anderen nicht dran sind. Der ruft jetzt zum einen seinen Kollegen zu, irgendwas von Code verstehst du nicht und benachrichtigen aber nicht über Wi-Fi. Zweitens, wenige Sekunden später, sagt er noch, okay, jetzt alle zusammentreiben in den Hausmeistergang und auf dem Dach wurde was gesichtet. Die Info gebe ich instant an euch beide da oben weiter. Oh, fuck. Ja. 17! Bis die da oben sind, dann brauchen die mehr als 3 Minuten. Na, also die Fahrstühle sollten sie vielleicht nicht benutzen. Richtig. Richtig. Die kommen übers Treppenhaus garantiert. Dann brauchen die Ewigkeiten. Ja. Auf jedem 5. Stockwerk war eigentlich einer, ne? Also die kommen nur aus dem 15. Warum auf dem Teppich bleiben? Ah, scheiße. Aber wenn die Tür verriegelt ist, kommen die nicht aufs Dach. Dann schicken die Drohnen. Wenn ihr die Tür verriegeln wollt, könnt ihr das tun. Aber dann kommen wir auch nicht mehr rein. Die Drohnen können wir vom Sprite aushebeln lassen. Das wäre one more duty. Dein Sprite wird nach und nach untergehen. Also er wehrt sich tapfer und er geht ziemlich brutal auf die ICs los. Aber er ist kein Kämpfer, er ist ein Maschinen-Sprite. Moment, wir wurden... Das nächste Intervall waren 30 Minuten, ne? Ganz recht. Das schaffen wir eh nicht.
Das kannst du vergessen. Ich bin immer noch am Schauen. Nee, 30 Minuten, wenn die da jetzt alles zusammentreiben, das ist es nicht wert. Billy, ich baue ab, es reicht nicht. Okay, ich möchte einen Resonanz-Zweck auf die Spider ausführen jetzt. Gern bitte. Und ich möchte so viel, also keine Ahnung, was muss ich denn machen? Willenskraft plus Firewall? Nee, Moment. Warte, ich sag's, ich hab's mir aufgeschrieben. Software-Resonanz gegen Firewall und Willenskraft von, ja, von dem Ding. Und du musst eine Stufe festlegen. Wow. Maximal doppelte Resonanz, aber dann kriegst du körperlichen Entschwund und der ist natürlich dann auch entsprechend böse. Ja, klar. Ich hab noch zwei Edges. Okay, Resonance Spike geedged auf Level 5 nochmal. Oh Gott, ich sehe den Typen irgendwie Schmerzen erleiden. Jupp. Also, gehe ich auf Charisma in dem Fall, ne? 6 und Resonanz 3 sind 9. Darf ich einen Dice Pool doppeln oder was? Oder nicht? Wie du gehst auf Charisma? Wieso denn das? Nicht auf Charisma, weil es eine Attack-Handlung ist, nein. Nein, das ist doch bloß dein Limit. Also. Und das Limit gilt hier eh nicht, das ist anders, aber das also, Limit ist ja hier die Stufe. Software und Resonanz kriegst du. Software. Plus Edge, wenn du es am Anfang mit reinhaust. Ja, plus Edge heißt nicht doppeln, ne? Nee. Plus heißt, Edge plus heißt deine Edge-Würfel mit Regel der 6. 7, 3 sind 10. Plus Regel der 6. Okay, jetzt wird's abgefuckt, Alter. Musst du nicht noch eine Stufe festlegen für deine Würfel? Ja, du hast gemacht 5. Achso, Entschuldigung. 1, 2, 3, 4. Das waren 8 Würfel. Jetzt kommen nochmal 2 nochmal hinterher. Und ich darf nochmal 2 nachrollen. Weil 2 Sechser. Jojo fängt schon mal an, Entschuldigung, abzubauen. Also, 6er Folge. Davon gelten ja leider nur 5 und du machst ja damit nur 10 Schaden oder was? Wieso nur 5? Na, weil dein Limit 5 ist, weil du eine Stufe festgesetzt hast. Achso, okay, ja. Ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, wie hoch der Schwund ist. Ich guck das direkt nach, aber du kannst schon mal den Test machen. Jojo baut ab, das habe ich gehört. Ich sag dir gleich, was passiert. L plus 0 war der Drain. Ach, L plus 0, na, dann musst du jetzt also ja nur lächerlichen 5k widerstehen. Also 9. Also, Jojo baut ab komplett. Also die Datenwanze ist ja eigentlich nur abzubauen, ist ja kein Ding. Ja, sie baut die Datenwanze ab, jetzt. Okay, eine Drohne schwebt noch über euch und wird dich definitiv sehen, dagegen kannst du nichts machen. Mist. Außer sie vom Himmel holen, aber naja. Das könnte ich sogar. Ah nee, mit der Gel-Munition, die du geladen hast, oder? Ja, ich kann nur den Ladestreifen wechseln. Mist. Ihr habt doch alles gedacht. Mensch, seid ihr heute wieder. Richtiger Runner. 4 Erfolge, Meister. Gut, also 1K. Die Milznarbe schmerzt. Die Milznarbe schmerzt wirklich. Also das ist nicht schön. Das ist Blut sehr, kommt sehr... aus der Nase. Nee, es kommt kein Blut aus der Nase. Dann müsste nämlich jedes Mal das Hirn beschädigt werden, wenn immer alle Blut aus der Nase hätten. Das ist ja Quatsch. Nee. Biostress, irgendwas. Dein Herz hat einfach eine komische Frequenz gehabt und deswegen bla und Penis und Töten. Herzrasen und das ist einfach auch nicht gut für den Körper. 1K, es fühlt sich halt nicht schön an. Resonance Spike, wir bleiben mal im Stil. Die Hexe formt aus ihrem Zaubertrank eine Fontäne von glühender, lavaartiger, schleimiger Substanz, die Moment, auf den ja, Penis. Auf den Penis fliegt. Danke. Ich hoffe, du wolltest das auch sagen. Wie hätte ich, nee, ehrlich gesagt nicht. Aber egal. Habe ich vergessen. Aber sie fliegt zwar auf den Penis, aber sie wird immer größer und verschlingt das ganze Vieh. Ich habe wieder mal ausgezeichnet gewürfelt. Der Typ ist definitiv weg. Die IC bekämpfen allerdings deinen Sprite weiterhin und der wird langsam auch vermutlich zugrunde gehen. Okay. Also kein... Jojo. Entschuldigung. Fallen mehr. Nee, schon gut. Mahina, nee, Jojo wechselt ihren Ladestreifen, das habe ich verstanden. Mahina sieht, wie die Aztec-Leute jetzt, die Sicherheitsleute, die Besucher quasi versuchen zu beruhigen. Da jetzt aber auch die Geräte sich langsam wieder zum Teil einkriegen, gelingt das etwas besser und sie haben Autorität. Sie treiben sie in den Hausmeistergang. Allerdings scheint es so, als würden sie die unten noch nicht rauslassen. Zwei, nämlich der Chefe und sein Kumpan der Aztec-Leute, haben sich vorher abgesetzt auf den Weg nach oben. Okay, die Infos gehen, alles, was ich unten beobachte, wird simultan nach oben weitergeleitet. Alles, was ich sehe, alles, was wichtig sein könnte. Meinst du das wichtig? Entschuldigung, ja, ist okay. Definitiv. Ich frag mich. Komm mal bitte wieder ans Mikro ran. Definitiv. Ah, schön. Okay, sweet. Passt.
Billy hat den Ladestreifen gewechselt. Genau, Billy kriegt eine Nachricht von Jojo. Ey, da ist doch die scheiß Drohne. Kannst du die irgendwie nicht auch so zum Absturz bringen wie das letzte Mal? Oder muss ich die jetzt vom Himmel schießen? Nee, ich send's nochmal eine. Was hat denn das letzte Mal? Ich mache eine Tag. Geht nicht einfach um Befehl vortäuschen oder was? Da müsste der sich erst komplizierten Mark holen. Stimmt. Du kannst Attack machen. Das ist ja im Wesentlichen ähnlich wie Resonance Spike. Der große Nachteil ist aber, dass du damit die Aufmerksamkeit auf dich ziehst. Resonance Spike ist quasi unentdeckt von allem. Attack wird man dich entdecken. Kann ich meinem Sprite nicht sagen, dass er die ICs in Ruhe lassen soll und hochkommen und die Drohnen einfach ficken soll? Ha. Das kannst du tun, aber dann werden sie ihn danach, weil er quasi wehrlos ist, definitiv zerstückeln. Das ist auch nicht so schön. Denn sie sind zu zweit, aber sie werden ihn sowieso in den nächsten Sekunden vermutlich zerhacken, denn es sind bösartige, fiese, dreckige Scheiß-IC. Okay, ich sag ihm, dass er sich zurückziehen soll in die in den astralen Raum und dann werde ich die... In den astralen Raum, alles klar. Ja, natürlich, in den Matrix-Raum. Und ich werde die Drohne angehen. Was willst du von mir würfeln? Na, das, was du willst, du kannst Attack machen oder du kannst Resonanz-Spike machen. Die Vor- und Nachteile sind klar. Ja, wenn du dir erst irgendwie Marks holen willst, dauert es halt alles länger. Nee, da mache ich schon mal einen Spike. Software und Resonanz. Gut. Während Düse vor sich hin würfelt, will noch jemand was machen? Jojo versucht sich gerade klar zu werden über die Situation. Es war ja folgendermaßen, wir haben ja jetzt schon wieder Zeit vergeudet, während vermutlich der Sicherheitsmann auf dem 5. Stock auf dem Weg nach oben ist, und zwar über die Treppe, weil er die Dingens nicht benutzen kann, die Fahrstühle nicht benutzen kann. Das heißt, auf der Treppe würden wir ihm in die Arme laufen, egal wo wir hingehen. Entweder wir gehen ins Studio 10, das geht aber nicht. Aber wenn die Leute jetzt, wenn die Aztec-Fritzen jetzt die Leute in die Hausmeistergänge treiben, dann sind die ja weg. Das heißt, die sehen nicht, wenn dieses blöde Ding runterfährt. Hä? Wenn was runterfährt? Ach, das Ding. Das sehen die ja jetzt nicht. Abseilen, damit seid ihr schneller und flexibler. Ja, wir können uns aber nicht komplett abseilen. Das hat das Seil so ausgerichtet, er hat das Zeug dorthin gepackt, wo das weg von der Straße ist. Das ist am Hintereingang. Und der Hintereingang ist an dem Treppenhaus, wo jetzt die Leute zusammengetrieben werden, wo Aztec gerade nach oben kommt. Das heißt, du müsstest halt das gesamte Seil umpacken an die Seite, denn der Haupteingang ist vielleicht immer noch nicht die Option. Und dann wäre es noch günstig, während die Drohne gerade zerhackt wird, dass du nicht auf Billy wartest, dass halt matrixmäßig die Plattform benutzt wird, sondern dass du die mal schnell manuell Industriemechanik fixst. Und da kannst du mir gleich mal was würfeln. Ja, klar. Also Jojo, wenn sobald die Drohne irgendwie halbwegs außer Dings ist, fängt Jojo damit an. Also wie gesagt, die Wanze hat sie jetzt schon alles eingesteckt und alles eingepackt und so weiter. Die Seile bastelt sie jetzt um. Und fängt da jetzt mal an, schon mal alles vorzubereiten. Gut. In der Zwischenzeit, Düs, hast du noch mal Schwundschaden bekommen? Ha? Nee, ach so, da habe ich nicht mehr ausgewürfelt. Ich habe auch gar nicht die Stufe festgelegt. Ach so, na, ich dachte nochmal 5. Nee, okay, da legt man eine Stufe fest. Ach so, ja, dann, ich habe es nicht gesagt. Also, wenn du angenommen hast, machst du nee, das ist, du kannst sie auswählen, das ist schon okay. Dann machst du halt weniger Schaden, wenn du eine geringere Stufe hast. Das ist mir auch egal. Ich mach nochmal 5. Mach gut. Fair. Also 9, ne? Ja. Boah, fick die Scheiße, ey. Edge! Hatte doch schon was. Ja, 3 und ein mehr, Moment. Aber es bleibt bei 3. Also kriegst du nochmal 2K, das heißt, du hast auf jeden Fall minus 1 auf alles und es tut richtig weh. Es ist jetzt nicht nur mehr die Milznarbe, es ist tatsächlich irgendwie der gesamte Körper, der ganz schön in Mitleidenschaft gezogen wird. Der Atem wird flach, das Herz wird schnell. Das hört dann auch nicht so schnell wieder auf, obwohl es ein bisschen besser wird. Leider scheint auch das System der Drohne sich deutlich besser gegen diesen Angriff wehren zu können. Also, Jojo sieht das eher, weil sie ja draußen ist. Die Drohne schwankt kurz ein bisschen in der Luft, kriegt ihren Flug aber wieder gebacken und bleibt da schweben. Sie scheint angegriffen, aber jetzt noch nicht sonderlich ganz kaputt. Na, dann muss Jojo jetzt ran. Gut, dass ihn Schalldämpfer hat. Sorry. Muss ich ja nicht entschuldigen. Dass ich einmal gut gewürfelt habe, nachdem der Typ schon wieder mal einen Patzer hatte, Alter. Dann bemüht sie sich jetzt, die blöde Drohne vom Himmel zu holen. Also sie versucht jetzt, an eine technisch sensible Stelle zu treffen. Auch noch? Naja. Wow, gezielter Schuss. Okay, also, Reichweitenabzug beträgt, hast du Sichtvergrößerung? Ja, dafür habe ich die Brille mit. Fuck you. Ja, dann sensible Stelle. Das müssen wir jetzt aber noch zu Ende machen, hier. Minus 4. Minus 4? Na, sensible Stelle.
Gut, dann würfel ich Edge direkt mit und habe drei Erfolge. Naja, ich muss auch noch was würfeln, meinst du? Ja, weiß ich nicht, wenn sie mir überhaupt ausweicht. Was hast du PB minus 1? Jo. Und was hättest du gern für einen Schaden gemacht, wenn ich keinen Erfolg habe? Irgendwas von 11, oder? Hä? Na, drei Nettoerfolge plus 8 Grundschaden. Ach nee, du hast eine leichte Pistole. Wie Ich hab viel die bringt leichte das? Pistole. Na, dann sag mal. Die macht. Die hat PB 0. Wenn ich das richtig sehe. Oh, ich sehe gerade, ich habe ein Dings mehr. Ich habe ein. Ha! Moment! Ich habe einen Laserpointer. Ich habe Hör einen auf, Würfel mehr. nachzuwürfeln und sag mir, wie viel Schaden du machst. Das bringt mir sogar noch einen Erfolg. Ich suche gerade. Was ist denn das hier? DV, ne? Ja. 7. Das heißt, es sind 11. Im Normalfall hättest du sie damit nicht ganz kaputt bekommen. Dein Schuss geht halt irgendwie in die Seitenpanzerung und dringt ein. Sehr geil. Aber schrottet das Ding nicht vollkommen. Allerdings, zusammen mit dem vorherigen Matrix-Schaden, raucht das Ding ab. Lexi, weil du ja aufmerksam bist. Unten kommt ein Van von Aztec an mit Sicherheitsleuten, die. Es ist. Nee, Entschuldigung, es ist kein Van, es ist ein Bus. Steigen aber bloß drei Leute aus. In diesen Bus werden jetzt ganz, Oh ganz viele der Menschen, die zusammengetrieben wurden, unten reingeladen für eine Überprüfung und dann weggefahren. Unten siehst du auch den nächsten Bus schon eintrudeln. Das heißt, ihr werdet jetzt alle kontrolliert. Ach du Scheiße. Yep. Ja, Mahina gibt brav weiter 1 zu 1 die Infos weiter. Während sie das weitergibt, wird ihr klar, dass sie gerade auch ordentlich gefickt ist. Ist dann noch relativ froh, dass ich jetzt nichts Böses bei mir habe. Ich habe nur keinen Sinn. Ich hoffe, sie Haben knastet mich einige nicht nicht, ein. glaube ich, an dem Tag. Ist egal, davon müsst ihr noch jetzt. Egal. So, auf dem Dach. Bitte. Ab in Ja, den nachdem Waggon. die Drohne jetzt abgeraucht ist, wie groß ist denn das Ding eigentlich? Die Drohne? Ja. Fußballgroß. Kann man theoretisch mitnehmen, ne? Oder ist die runtergefallen und aufgeschlagen? Und so kaputt, dass sie nichts mehr taugt. Nachdem du also reingeschossen hast und sie von dem 20. Stockwerk Einzelteile? unten ein paar Meter drüber, willst du jetzt noch Einzelteile suchen? Nein, die Frage ist, ist die aufs Dach gefallen? Ist die auf den Nein, Boden nein, nein, gefallen? die ist Mensch. runtergekugelt. Ach so, nee, dann verzeih ich dir diese Nachfrage. Es gibt aber nichts zum Looten, es tut mir sehr leid. Gut, das wollte ich doch nur wissen. Da du Kein mir Loot. irgendwann mal sagtest, wir sollen das bitte tun, um unsere Sowas würde ich Bezahlung zu nie erhöhen. sagen. Doch. Okay, also unabhängig davon. Dann lässt sie das sein und guckt jetzt, dass ist die Plattform, ist denn eine der Fensterputzerplattformen so, dass sie quasi da ist, wo jetzt nicht der größte Trubel ist, sondern dass man Naja, da es gibt tatsächlich noch ein paar zwei Seiten, die Meter. okay sind. Gut. Dann wird sie jetzt eine dieser Seiten, da wird sie sowohl alle Seile hinschaffen in der Zeit, als auch jetzt anzufangen, diese Plattform zu manipulieren, damit Billy einfach nur noch auf diese Plattform muss, weil ja jetzt die Drohne weg ist. Ha, Luft. Gut, er macht das. Ich werde zu Mahina springen. Mit Industriemechanik macht sie das jetzt, damit wir dann irgendwann ein bisschen runterfahren können, weil Yep. unsere Seile ja nicht reichen. Ja, das dauert ein bisschen, deswegen gehe ich mal zu der anderen. Wenn du nicht kontrolliert werden möchtest, gibt es im Wesentlichen nur eine Möglichkeit und die sieht folgendermaßen aus. Schritt 1, brich ein Schloss auf. Die sind relativ böse, das musste Julia auch kurz nochmal überlegen, ob das so gut ist, das zu knacken. Punkt 2, versuche mit einem Fahrstuhl runterzufahren, der jetzt hoffentlich wieder funktioniert. Punkt 3, gehe durch den Haupteingang nach draußen. Das ist die einzige Möglichkeit, wenn du nicht kontrolliert werden möchtest. Was weiß ich denn so, was passiert denn, wenn ich jetzt kontrolliert werde, nichts nachweislich ausgefressen habe und keinen Sinn habe? Was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Dass ich eine kriminelle Sinn kriege und sie mich wieder laufen lassen, oder? Das kommt auf den jeweiligen Beamten an. Die haben da halt sehr viele Leute, die sie abfertigen müssen. Es kann auch bloß sein, dass sie dich auf die nicht schönste Weise mit einem der Busse, wo sie eventuell das Sinnlose sammeln, einfach nach Chofrino in eine sehr üble Gegend karren und dann mit einem Fußtritt rausbefördern. Aber so richtig abzuschätzen ist es nicht. Sie können dir auch theoretisch eine kriminelle Sinn geben. Was ja auch nicht das Problem wäre, weil mich ja, ne, ich meine, Sins und Sins ausstrahlen und, ne, naja, na, na. Nee, jetzt ein Schloss aufzubrechen und das zu verkacken. Wenn Jojo, die das kann, das schon schwierig fand, wird Mahina das nicht, also dafür hat die hat viel zu viel Schiss. Eigentlich versucht sie gerade nur in der Masse nicht aufzufallen und sich mit dem Fluss der Menschen mitzubewegen und weiter Infos nach oben zu geben, um damit den Leuten zu helfen. Und zwischendurch, Düse hört mich gerade nicht, ne, das ist mal schlecht. Und zwischendurch? Würde ich tatsächlich Billy bitten, ob sie,
bevor ich kontrolliert werde, dafür sorgen kann, dass mein Comlink sauber ist, sodass die nicht verraten werden und, ne, so, also, kann sie du bestimmt. Hast doch Computer 2 oder sowas. Ja. Also ein Comlink defragmentieren kannst auch du. Es ist nicht hundertprozentig, ein echter Elektronikexperte würde das wieder finden, die Daten, aber werden sie einen echten Elektronikexperten auf den Comlink losschicken? Fraglich. Also das kannst auch du und die Zeit reicht auch locker aus. Okay. Und ich meinte natürlich nicht defragmentieren, ich meinte natürlich platt machen, weißt schon. Dann würde ich Billy die Info nach oben geben, dass ich versuche, so lange wie möglich Infos weiterzureichen, aber dass, bevor ich kontrolliert werde, ich mein Comlink platt machen muss, weil ich sie sonst verrate. Gut. Ich würfel noch mal kurz rum. Oh, 700 Erfolge. Jojo. Die Leiter. Also willst du mich stressen oder was? Nein, wir haben keine Zeit mehr. Du machst die Plattform dingsig und ihr fahrt langsam nach unten, nehme ich an. Ja. Du befestigst in der Zeit, wo ihr nach unten fahrt, die Seile an der Plattform. Ja, ich ziehe auch Billy auf die Plattform und mache den ganzen Scheiß da fertig. Ja, Billy ist ja jetzt conscious und ich nehme ganz stark an, dass sie nicht Bock hat, oben zu bleiben. Ja. Also ich meine, die hat ja nicht so viel Bock wie ihr Sprite. Gut. Billy, Mahina hat ihr gesagt, dass sie so lange wie möglich euch Daten gibt, aber dass sie vielleicht bald ihr Comlink platt machen muss, um euch nicht zu verraten. Du stehst auf der sich nach unten bewegenden Plattform, wo Jojo gerade die Seile befestigt. Richtig. Gut. Ihr seid ungefähr 5 Stockwerke weit gekommen. Das reicht ja, um halbwegs auf den Boden zu kommen. Wir sind im 15. Stock gerade. Also, nachdem wir uns abgeseilt haben. Ja, ihr seid also auf dem 15. Stockwerk ungefähr, ja. Und oben hört ihr Tür auf zuschlagen und dann Stimmen. Vielleicht sollten wir uns jetzt abseilen, das geht dann schneller, ehe sie die Plattform wieder hochholen. Wir können die blocken, oder? Ja. Können wir. Wir sollten uns jetzt einfach abseifen. Okay, ja, dann seilen wir uns jetzt ab. Wie blockst du Schüsse? Wenn wir jetzt uns abseilen, hängen wir unterhalb der Plattform. Ach, das meinst du, ja. Damit ist, ja. Dann können die schießen, so viel sie wollen, dann landet es in der Plattform. Ich dachte, du meinst was anderes, ja. Oder durch die Plattform durch. Kann Jojo den Mechanismus eigentlich blockieren, dass sie die nicht wieder hochholen können? Nö. Gar nicht? Billy kann's aber. Nicht in der Zeit. Okay. Billy kann es blockieren. Billy lässt es aber jetzt. Billy lässt Jojo aber jetzt nicht. Von Jojo kommen nur jetzt, komm runter, ab da. Auf geht's. Kann man das nicht im Zweifelsfall mechanisch verkeilen? Schrauben? Das meinte ich ja. Ja, meine ich doch. Das kann auch nicht so lange dauern, Meister. Hä? In einem. Da jetzt, wenn du hast ja ein Seilzugsystem mit Flaschenzug und sonstigen Scheiß und Umlenkdingern. Ach, wenn du willst es blockieren, dass es stehen bleibt und nicht, dass die euch nicht wieder hochholen können, so richtig, sondern die sinnlose Methode. Jetzt, sinnlose Methode, da musst du aber immer noch von dem Gewinde die Verschalung abmachen. Und das dauert halt auch ein bisschen. Nicht so viel schnacken, Kopf in den Nacken, runter da jetzt. Gut, schon dann genug. Ab, runter. Ja, Gymnastics und Stärke bitte. +2. Oh, fuck. Gymnastics? Ja, es gibt kein Klettern mehr, es gibt Akrobatik, nur Akrobatik. Ah, ja, 3. Geschicklichkeit und 3 ist es. Was war das jetzt? Stärke, ne? -1. +2. Ja, aber ich hab -1. Ach so, ja, und dann nochmal +2 sind. Ja, wusste ich doch. Gott. 1, 2, 3, 4. Du hast noch +2, ne? Denk dran. Ja, das trotzdem. 4. Hä? Hast du nicht Akrobatik höher als das ich? Sind seine Erfolge, nicht seine Würfelzahlen. Gymnastics habe ich auf 3. Jojo? Mhm. Hast du endlich deinen Patzer? Mhm. Hast du einen kritischen Patzer? Mhm. Na, fick dich, nein. Doch, ja, mit 3. Ja, mit 3, 1, eine 4, eine 3 und eine 2. Hat das doch noch geschafft. Er tötet Flummis Jojo. Na, sie kann ein Edge einsetzen, um aus dem kritischen Patzer wenigstens nur einen Patzer zu machen. Können wir noch mal kurz festhalten, dass es praktisch ist, dass Billy extra vorher gesagt hat, sie legt das Gutsamzeug richtig an. Das heißt, egal wie sehr sie es verkackt hat, sie wird trotzdem in dem Seil hängen. Das kann das ist auch Flummis Welt. In Flummis Welt ist tödlich. Ich sag dir doch, es ist doch ganz einfach. Also. Kann auch ziemlich wehtun. Also, pass doch mal auf jetzt. Oh, jetzt freut sich der Meister. Guck mal, wie er sich freut. Du hast dir den Eierstock geklemmt. Richtig. Nein, hat sie nicht. Also, Billy seilt sich ab wie eine Gazelle, wenn sie sich abseilen könnte oder so. Also sehr schnell und geschwind und auch sehr anmutig gar. Ja, dafür hat sie noch Zeit. Und das ist flott und wunderbar. Und da freuen wir uns ganz großartig. Und wackelt mit dem Arsch. Ja, und Jojo, also die Jojo, die seilt sich ein Stück ab. Ungefähr 5 Zentimeter, bevor sie nach vorne ruckt und mit dem Kopf gegen diese Plattform schlägt. Mach mal bitte Konsti. Nur Konsti?
Ja, hast du eine Kopfpanzerung, von der ich nichts weiß? Ich möchte bitte meine Edge-Würfel mitwürfeln. Ja, dann mach das. Und du hast jetzt schon einen Patzer draus gemacht, ne? Davon bin ich ausgegangen. Ja, das war ja, schon okay, das eine Edge für einen Patzer. Gut, dass ich noch ein Edge habe. Ich müsste noch eins sein, oder? Sonst noch zwei. Irrelevant, mach. Ich geh nach Hause. Hast du schon wieder einen Patzer? Ja. Come on. Ach, Flummi, ernsthaft? Ja. 4K. Du kriegst 2K und bist bewusstlos. Nein. Ja, Billy, viel Spaß. Leck mich am Arsch. Jetzt Moment, ernsthaft? Hast du das vorher geätscht? Ja. Regeln der 6 war nicht, ne? Dann, nee. Hast keine 6 dabei, okay. Ich hatte eine 5. Ja, das ist doch super. Also Billy, du siehst, dass Jojo da erschlafft rumhängt. Ach du Scheiße. Traue ich mir zu, ihren Zug ebenfalls zu benutzen, währenddem ich meinen Zug benutze? Also wie viele Alternative hast du? Du bist schon ein bisschen weiter unten und musst das wieder hochklettern, aber du hattest 4 Erfolge und das ist okay. Das dauert halt ein bisschen, aber das schaffst du. Okay. Und du wirst es mit deinen 4 Erfolgen auch schaffen, sie abzuseilen. Das macht sie allerdings nicht weniger bewusstlos. Ja, ich schlage ihr auch immer wieder schön ins Gesicht dafür. Nee, mach ich einen schönen Schnitt. Auf die Stirn. Du Idiot. Du wieder was ziehen? Ich fragte, ob sie blutet. Klar blutet sie. Was ist denn das für eine dämliche Frage? Alter, du bist gegen so eine Metallkante geklatscht. Es ist nicht so viel, dass es... Jetzt habe ich eine blitzförmige Narbe auf der Stirn. Ja, die Geschichte solltest du unbedingt jedem erzählen, dann wirst du sehr berühmt. Also, es ist nicht so, dass sie so sehr blutet, dass man sich Sorgen machen muss, dass große Blutspuren auf dem Boden zurückbleiben und man nicht verfolgen kann. Aber sie blutet natürlich. Ja, ein Rinnsal kommt aus der Stirn wahrscheinlich. Ja. Ja, ich seile uns trotzdem ab. Ist mir doch scheißegal, ob die blutet oder nicht. Die wird jetzt nicht verbluten, die dumme Sau. Richtig, und wenn doch, dann ihre Schuld. Was patzt denn auch? Ja, okay, weiter geht's. Da noch so ihr episch. Euch ab. Sehr geil. Nee, find ich nicht. Ich find's geil. Ich nicht. Ihr Baumwürfel immer nicht so scheiße, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ihr kommt unten an. Ich möchte bitte aufwachen. Ich will Kühe. Ihr macht mich die ganze Zeit runter und jetzt erwartet ihr, dass ich einen netten Spielleiter mache. Das, was tust du? Ich versuche noch, während wir uns abseilen, währenddem ich 2 dieser Züge benutze, um uns runterzubringen, versuche ich noch, Jojos Auto per AR zu befehligen, dass es gefälligst seinen Arsch herschwingen soll. Kein Problem. Was du siehst, ist, ihr habt euch ja an der Seite abgeseilt. Und es ist schon eine interessierte Menschentraube auch da. Auch 2-3 Reporter. Polizei ist am Vordereingang nicht. Du siehst einen verlorenen Aztec-Wachposten an der Vordertür, allerdings ist der damit ausschließlich beschäftigt gerade. Was für ein Glück für euch. Die Menschenmenge an Schaulustigen und Reportern abzuhalten. Und er tut das in dem Moment, wo ihr aufkommt, auch mit einer sehr direkten Art, indem ihr einmal einen Betäubungsschlagstock zückt und einem Typen fett eine verwemst. Danach haben nicht mehr alle so viel Bock, sich an ihm vorbeizudrängeln. Du bist auf dem Gelände des Tech Towers, der Wagen kann natürlich nicht direkt drauf fahren, steht also an der Straße in kurzer Entfernung, aber du hast vor dir halt diesen bösartigen Typen, hinter dir die Busse. Denk dran, das Seil abzumachen. Ja, ich mache uns erstmal frei, das ist sicher. Und der kommt jetzt auf uns zu, oder was? Nee, der steht da und hält die Menschenmenge zurück mit dem Rücken zu euch, aber das sind halt die wesentlichen 2 Wege, wenn du jetzt nicht noch die bewusstlose Jojo irgendwie über den Zaun hieven willst. Der ist nicht hoch, aber ja. Ah, Moment, aber er steht mit dem Rücken zu mir. Das heißt, ich habe den Moment der Überraschung. Ja, aber vor ihm ist eine gewaltige Menschenmenge. Also, falls du jetzt vorhast, ihn irgendwie niederzustrecken oder so, dann wird es nicht einfacher dadurch, obwohl, na egal. Wenn ich mich an ihn heranschmiege von hinten und dann die Waffe ziehe und dann warte, bis er sich rumdreht, weil alle Leute so den angucken und er sich rumdreht und mich ihm eine Packung Gel ins Gesicht verabreicht, dann... Dann sehen dich alle Leute, die vor ihm stehen. Ja, und? Ich bin ja nicht Billy gerade. Ja, aber du erinnerst dich an Sinn. Es geht jetzt nicht um das Geld. Lass ihn doch Entscheidungen treffen, du bist bewusstlos. Ich weiß, Entschuldigung, ich kann mich doch nie zurückhalten. Das ist okay. Du kannst auch, wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst zum Zielen, auch aus weiterer Entfernung ihm eine fette Packung Gel in den Kopf drücken. Dann möchte ich das doch tun. Dann gib dir einfach mal, was ist dein Schießenskill? Pistols ist 2, Geschicklichkeit. Dann gib dir noch 2 Bonuswürfel fürs Zielen und Geschick und Smartlink. Ja. Also Smart Gun System zählt und Gasventil zählt auch, oder was? Ach so, ja, aber, na, Gasventil ist ja egal. Aber was mir gerade einfällt, du kriegst insgesamt nochmal -4, weil ungepanzert. Was, ungepanzert? Naja, du willst ja auch seinen Kopf direkt ziehen, also eine ungepanzerte Stelle. Ja, also sprich ein gezielter Schuss und ich lass mir Zeit. Naja, genau, dafür kriegst du die +2, also du kannst ja maximal so viel Bonuswürfel haben. Also sag mir doch einfach, wie viel Würfel ich hab.
Geschick plus Pistolen. Das sind 6. Plus 0. Inklusive Smartphone, ist mir gerade so eingefallen. Passt perfekt. Okay, also 6 Würfel. Sag doch einfach 6 Würfel, Mann. Was machst du so Ja, hackmeckst? Ist doch voll kenne scheiße, ich Mann. deinen Skill oder was? Und jetzt habe ich die Reichweite vergessen, Oh aber naja, Gott, gut. 1, 2, 3. 3 Erfolge, 2, 3 Fünfen. Was hast du für einen Grundschaden? Die Mit Gel. Hammerli hat DV6. Ist das schon Mit mit Gel Gel? weiß Ich ich glaube, ich nicht. habe dir das Ich denke mit schon. Gel extra aufgenommen. Das ist Ja, weil ich egal. habe nur Gel drin. Ich habe immer gesagt, ich habe 50 Schuss Gel, 2 Ersatzladestreifen. Das ist 6-6 Gel-Muni. 9 Ein G. Aua. ins Gesicht, mein Freund. In den Hinterkopf, Ja. erhöht das Denkvermögen. Du hast keinen Schalldämpfer, ein lauter Schuss klatscht. Zum Glück hört das Jojo nicht, die würde ich jetzt vermutlich anschreien. Dann kippt er einfach nach vorne in die Menschenmenge, die ihn gnädig auffängt und sich dann zerstreut. Und zwar schnell und mit viel Hysterie, außer ein paar sehr, sehr wagemutige Reporter, das sind 2 Stück an der Zahl, die sich hinter das nächste Auto verkriechen. Eins davon ist Jojos. Und versuchen noch zu filmen, von wo der Schuss kam, aber so Ach du schnell sind die ja Scheiße. nicht. Jojos Auto ist gone. Also ich meine, das kann sie dann verschrotten lassen bei sonst wem. Das weiß ich ja nicht. Ich Wieso? gebe weg Wieso denn mit das? bitte. Ja, wenn die Reporter jetzt ihr Auto filmen. Anyways, ich ziehe jetzt Jojo hinter mir her und bewege mich auf ihr Auto zu, so schnell ich kann. Stärke und Auch die. Konsti, bitte. Ah, das sind 5 Würfel. Ich würfel ja nur noch hier, ey. Das ist eine 6 und eine 5. Na gut, sie hat auch bloß Konzi 2. Also du zerrst sie so halb tragend, halb zerrend hinter dir her mit der Waffe erhoben und gehst auf Julius Auto zu. Ich schieße auch noch so wild in Richtung der Reporter. Geil. Okay, Das ist, ich mach was mal Billy macht. einen 1w6, komm. Ich will die Kamera. Der Typ an Jojos Auto kriegt eine Ladung, geht ins Auge. Yes! Oh. Au. Ist der tot? Du Au hörst ein ins komisches Auge? Schmatzen und danach. Nein. Also zumindest rennt er danach nicht weg. Der andere Oh Reporter ist jetzt auch nein. nicht mehr so wagemutig. Er hat jetzt immerhin einen Grund, sich ein Cyberauge einbauen zu müssen. Oh, Das oder hat er kein nicht Gehirn mehr. mehr. Kein Gehirn mehr ist wohl eher der Fall. Hat der andere die Kamera fallen lassen? Nee, aber er rennt damit weg und ne? Hatte dich auch Warte. höchstwahrscheinlich vorher nicht im Blickfeld. Höchstwahrscheinlich nicht im Blickfeld. Höchstwahrscheinlich. Ich verfrachte Jojo ins Auto, ich zerdrück die andere Kamera, wenn wir wegfahren, und ich versuche die andere Kamera irgendwie. Kann ich. Naja, das wäre zu viel verlangt, die Du hast PA. nur 6 Schuss und du hast wild auf den geballert, Ja, also gebe ich dir okay. noch einen Schuss. Okay. Einer soll es sein, ich ziele auf die Kamera. Ich Diesmal nehme. vergesse ich aber die Reichweite nicht. Dann sind Okay. das insgesamt minus. Nee, Also minus doch minus 20. 4 Würfel, richtig. Sieh. Ach, Scheiß. Eine 5. Du hast sogar einen Eine. Erfolg? Ich habe einen Erfolg. Oh, shit, Mann. Bitte, 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 bitte. Sie fliegt ihm aus der Hand, die er auch jetzt schmerzend hält, während er wegrennt, und sie rollt über, schlittert über den Boden, scheint aber nicht zerstört. Ist ja bloß Gel. Wie weit ist es von mir weg? In entspannter Ich fahr drüber Haltung. Okay, dann überfahre ich beide, also nicht den einen. Scheiß, der ist eh tot oder fuck, nein, ich habe einen Menschen getötet. Nein. Fuck. Also die erste Kamera rolle ich über, wenn wir losfahren, die zweite Kamera nehme ich noch weg und dann noch mit und dann brechen wir los. Okay, ihr seid am Kotzen. Wunderbar. Möchtest du sehen, wie der Reporter aussieht, auf den du wild geschossen hast? Ich glaube nicht, nein. Gut. Ihr fahrt weg. Letzte Info des Abends. Danach kommt nämlich der Cliffhanger. Wo fährst du hin? Ich hasse Ich habe dich. keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo wir hinfahren. Ich habe keine Ahnung. Ich fahre einfach los. Du hasst mich oder ihn? Ich hasse den Spielleiter, weil ich Wieso jetzt ist gerne deine weiterspielen Würfel oder will. was? Ja, und weil das unfair ist. Ich hasse mein Schicksal. Gut, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Mitspielen. Wow, das war doch jetzt mal Shadowrun vom Feinsten, oder? Was denkt ihr?
Ich fand es ziemlich cool. Das hat ziemlich viel Spaß gemacht, das Ganze. Aber die Sache ist noch nicht ganz abgeschlossen. Es gibt nur eine Folge 15, beziehungsweise eine Session 15, die wird dann nächste Woche kommen. Ich hoffe, ihr seid gespannt, wie es weitergeht. Ich will noch gar nichts verraten. Es war ja auch so schon ziemlich heftig jetzt. Und die Folge ging ja auch etwas länger mal. Wie man sehen kann in der Zeit, die bis jetzt verstrichen ist. Aber klar, ne, war ja der Abschluss vom Run sozusagen, beziehungsweise den Run durchgezogen. Man kann es doch jetzt auch tatsächlich Run nennen, was die Mädels da veranstaltet haben. Gut, wie gesagt, wir machen dann die Session 15 noch und dann wird die Episode 3 angefangen. So sieht's mal aus. Das heißt, ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, dass die nächste Session merkwürdig wird, sage ich es mal so. Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Grüße an alle Subscriber von unserem YouTube-Channel und alle Leute, die uns immer auf unserer WordPress-Seite schreiben. Ja, vielen Dank dafür. Sehr cool von euch. Auch wie immer muss ich an der Stelle sagen, dass die White Russians unter der Common Creative Attribution 3.0 laufen. Das heißt, ihr dürft euch gerne Stücke aus unserem Podcast ausschneiden. Ihr dürft gerne die Sachen so verwenden, wie ihr möchtet, auch gerne nochmal linken. Allerdings müsst ihr ein Label dann anfügen und sagen, dass das die White Russian sind. Des Weiteren gehört Shadowrun, der TOPS Incorporated in den Vereinigten Staaten, vertreten in Deutschland durch den Pegasus Verlag. Und die Anfangs- und Endmusik kommt von den Kremlkrauts, zu finden auf Soundcloud und auf Kreml-Krauts. Dort irgendwas im Internet, im World Wide Web zu finden. Jo, damit haben wir dann diese Session abgeschlossen. Alles Liebe und Gute von den White Russians. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.